Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer neunmonatigen Lecture-Reihe über Ernst Lubitsch. Und begrüßen Sie direkt mit mir die beiden Organisatoren dieser Reihe, Marc Siegel und Rembert Hüser. Herzlich willkommen. Schnell wie der Witz seid ihr nach vorne geeilt. Das ist die großartige Reihe. Was für eine tolle Gelegenheit, 9 Monate über Ernst Lubitsch reden zu dürfen und das in dieser wunderbaren Zusammenarbeit. Nicht nur reden, sondern auch wirklich Filme zu zeigen. Das ist ja etwas, was ganz großartig ist. Wir vom Filmmuseum haben oft die Gelegenheit, in einem Monat uns einem Thema zu widmen mit unseren normalen Reihen. Und dankenswerterweise seit einigen Jahren nun schon Warhol, Pasolini, Godard natürlich, Agnes Varda. Das waren ganz wunderbare Erlebnisse. Und jetzt geht's weiter auch mit Ernst Lubitsch. Nur, dass Sie mal wissen, was jetzt alles auf Sie zukommt. Wir haben noch ein bisschen was vorab, was heute noch erstmal ein bisschen einführend auf diese Reihe erzählt werden soll. Ich werde Ihnen zunächst ein bisschen was über die Reihe generell erzählen. Dann wird Marc Siegel was über die Idee der Reihe sagen. Dann wird es ein Grußwort geben noch vom Exzellenzcluster Normative Ordnung, die Herausbildung Normative Ordnung. Und das ist wieder was ganz Besonderes. Der Eintritt ist frei, vor allen Dingen eben durch die Beteiligung. Dafür schon mal einen herzlichen Dank. Klaus Günther, der Sprecher, ist heute hier. Ein Applaus. Ganz genau. Und nach dem Grußwort wird dann Rembert Hüser nochmal eine Überraschungs-Einführungs-Bonmot-artig GIFs über Ernst Lubitsch präsentieren. Das wird dann auch nochmal ganz interessant. Und bevor es dann zum eigentlichen Gast unseres heutigen Abends kommt, nämlich Anke Wilkening, ist hier auch da schon mal herzlich willkommen von der Murnau Stiftung, Friedrich und Murnau Stiftung, die den Vortrag hält. Schön, dass du da bist. Ein Applaus für Anke Wilkening. Genau, 9 Monate Ernst Lubitsch, das bedeutet natürlich auch, Sie wissen das, Stummfilme wie Tonfilme, das sind Kopien aus aller Herren Länder, die wir da besorgen müssen. Das ist nicht möglich, wenn da nicht mehrere Partner mit dabei wären. Und das ist eben neben dem Studium, dem Institut für Theater, Film und Medienwissenschaften von der Uni Frank, von der Goethe-Uni Frankfurt, eben auch unter anderem das Exzellenzcluster natürlich, die Hessische Film- und Medienakademie. Ich begrüße Anja Henningsmeier auch heute hier. Die Vereinigung der Freunde und Förderer der Goethe-Universität und das Kulturamt der Stadt Frankfurt. Und auch Linde Storm, die heute Fotos macht vom Exzellenzcluster und Fleming Fest von unserer Presseabteilung. Toll, dass ihr alle so mitarbeitet in dieser Reihe. Auch dafür mal einen Applaus an alle unsere Partner. Ja, Stummfilme wie Tonfilme, das wird so sein, dass wir wirklich eine ganz bunte Mischung haben, sowohl aus der frühen Zeit als auch dann aus einer amerikanischen Zeit. Und normalerweise werden auch diese Stummfilme live begleitet hier bei uns am Flügel von Musikern. Heute ist die einzige Ausnahme und das hat einen Grund, weil das in dem Vortrag eine wesentliche Rolle spielt, denn das DCP, das Digital Cinema Package, wie das ja neudeutsch heißt im Kinojargon, das ist mitgestaltet worden in dieser restaurierten Fassung von Anke Wilkening. Und die Musik ist extra dafür entstanden. Da werden wir nachher einiges erfahren. Wenn Sie Lubitsch mit Musik hören wollen, mit Live-Musik, dann kann ich Ihnen schon mal den Sonntag ans Herz legen. Denn da gibt es ein erstes Special, was wir uns ausgedacht haben, mit 2 Shakespeare-Verfilmungen, die aus demselben Jahr entstanden sind. Und zwar ist das zum einen Romeo und Julia im Schnee. Da verlegt er die Geschichte in den Schwarzwald. Und wir reden von den Capulet-Hofers und ich habe jetzt den anderen Namen vergessen. Montagues? Die Montecugals. Und das ist wirklich sehenswert. Und dann zeigen wir noch Kohlhiesels Töchter, einen der ganz großen, eher unbekannteren Klassiker von Lubitsch aus dieser Zeit mit Emil Jannings in einer der Hauptrollen und natürlich Henny Porten an seiner Seite. Das kann ich Ihnen dann sehr ans Herz legen in einer Matinee am Sonntag um 12, also nicht zu früh. Dementsprechend kann man hier gerne mal herkommen. Das ist wirklich etwas, was wir sowieso machen. Wir versuchen ein Begleitprogramm aufzustellen, genau wie Sie es auch aus den letzten Lecture-Reihen gewohnt sind. Normalerweise mittwochs und samstags ist das immer um 18 Uhr und im Dezember fangen wir dann damit an, dass wir uns Mel Brooks widmen, und weil es wird ein Vortrag über To Be or Not To Be geben, Sein oder Nichtsein, einen der großen Klassiker von Lubitsch, und Mel Brooks hat ein Remake gemacht. Das zeigen wir natürlich, da hat er mitgespielt, und The Producers zeigen wir auch, also große Filme, die Sie miterleben können im Rahmen dieser Reihe. Dass das alles möglich ist, wie gesagt, dafür sind diese beiden Herren schuld, denn sie haben das Programm zusammengestellt, die haben die Referenten eingeladen. Wir sind gespannt, was du zu erzählen hast. Marc Siegel, ja, herzlich willkommen nochmal. Danke, Uri. Ja, schuld sind wir. Und ich auch möchte mich bedanken bei unserem Sponsor. Ich werde sie nicht nochmal nennen, aber ich würde nur gerne
von dem Exzellenzcluster, insbesondere Rebecca Schmidt und Linda Storm, nochmal erwähnen, die, mit denen ich eng an die, diese wunderbaren Flyers gearbeitet habe. Die kann man draußen finden. Ja, und bei, bei der... Applaus, okay, ein einzelner Fan von Linda Storm. Und auch natürlich bei Anja Henningsmeier bei der Hessischen Film- und Medienakademie. Und bei unserem Gestalter, Eric Stein, der diese wunderbaren Plakate, diese wunderbare Werbung mit Ossi Oswaldes wahnsinnig lange Zunge gestaltet hat. Und die Plakate kann man in der U-Bahn beobachten und bewundern, währenddessen sie ihre Zunge raussteckt, alle anderen Veranstaltungen in der Stadt so gegenüber. So ein kleiner Kommentar, leider, das war nicht gemeint, nur mit Liebe gemeint. Obwohl Rembert und ich die Reihe zusammengestellt haben, hätten wir es sicher nicht getan, wenn Vinzenz Heidegger das Projekt nicht in die Wege geleitet hat. Dieses Jahres agiert Vinzenz eher hinter der Bühne, eine Art Berater für Rembert und ich, aber er wird wahrscheinlich auch ins Publikum ab und zu auftauchen und schlaue Fragen bei der Diskussion stellen. Als Rembert und ich zusammen an die Reihe gearbeitet haben, hatten wir einen frechen englischsprachigen Arbeitstitel. Putting the Bitch Back into Lubitsch. Mit diesem blöden Witztitel. Okay. Mit diesem blöden Witztitel wollten wir einander inspirieren, etwas anderes aus Lubitsch-Filmen zu holen, als nur die Bewunderung für seine Eleganz und seine Raffinesse. Etwas anderes als das waren. Entschuldigung, etwas anders als das, was man in den USA Lubitsch Touch nannte. Bevor er nach Hollywood ging, um berühmte sophisticated comedies zu machen, wie Trouble in Paradise, To Be or Not to Be oder Ninotchka, die alle in der Reihe laufen, hat Lubitsch natürlich auch zahlreiche deutsche Stummfilme gemacht. Unterschiedliche Genres, verschiedene Stufen der Raffinesse. Uns interessiert nicht nur die berühmte Lubitsch-amerikanische Komödie, sondern auch die eher wenig bekannte deutsche Stummfilme wie Schuhpalast Pinkus, Der Sturz der Firma und Meier aus Berlin. Diese Filme, die auch natürlich in der Reihe laufen, beweisen eine humorvolle Unangepasstheit, die natürlich auch in den Hollywood-Filmen zu spüren ist. Denk an der Dreier-Liebesbeziehung in Design for Living. Diese Unangepasstheit aber für manche Zuschauerinnen, wie zum Beispiel die Filmkritikerin Lotte Eisner, war irgendwie zu unangenehm, zu jüdisch halt. Ihre Differenz war zu stark markiert. Kein Humor, um die Integration zu vereinfachen. Diese Unangepasstheit erlebt man auch in Filmen, die nicht in einem jüdischen Milieu spielen. So zum Beispiel Ich möchte kein Mann sein, in dem Ossi Oswaldes sich als Mann verkleidet und mit ihrer trotzigen Drag-King-Figur über den Leinwand brilliert. Das sind einige Beispiele für die schwer unangepasste Bitch. Eine freche Denkfigur, die wir Lubitsch mit der Reihe zurückgeben wollten. Und die unsere Auswahl der tollen Referentinnen beeinflusst hat. Wen können wir einladen, der oder die solche unerwartete Elemente aus Lubitsches vielfältigen Oeuvre im Vordergrund stellen kann? Ein Kritiker, der von Lubitsches Berlin-Filme sehr angetan war, schrieb, er brauche einen Geschmacksberater. Vielleicht brauchen Rembert und ich auch einen. Immerhin haben wir die Reihe Schnell wieder Witz betitelt. Das ist der Untertitel eines wunderbaren Essays zu Lubitsch von der Filmkritikerin Frieda Grafe. Ich freue mich auf die Witze, seien sie schnell oder langsam, raffiniert oder unpassend.
Ich begrüße Sie. Vielen Dank, Marc Siegel. Genau, und jetzt möchte ich Ihnen noch, bevor ich unseren nächsten Redner vorstelle, einfach sagen, es ist so eine wunderbare Gelegenheit, dass man eben vorher einen Vortrag hört, dann den Film sieht und dann wirklich auch die Zeit hat für ein langes, ausführliches Gespräch. Das ist etwas, wo wir sagen, dafür ist Kino da, es ist ein sozialer Raum und dass das hier so möglich ist, das haben wir eben auch gerade dem Exzellenzcluster die Herausbildung normative Ordnung zu verdanken. Bitte begrüßen Sie Klaus Günther, den Sprecher. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, nach dieser fulminanten Einleitung von drei Filmwissenschaftlern. Jetzt noch ein paar trockene Worte aus der Perspektive eines filmwissenschaftlichen Laien. Ich begrüße Sie gemeinsam mit meinem Co-Sprecher Rainer Forst und unserer schon erwähnten Geschäftsführerin Rebecca Schmidt, die beide heute Abend leider nicht hier sein können, und heiße Sie herzlich willkommen im Namen des Exzellenzclusters Herausbildung normativer Ordnung an der Goethe-Universität hier. Wir freuen uns sehr, heute Abend erneut eine Film- und Vorlesungsreihe beginnen zu können, nach der erfolgreichen Reihe mit Filmen von Agnes Wader. Unser Dank gilt wiederum Vinzenz Hediger und dem Institut für Theater, Film- und Medienwissenschaften und Herrn Siegel und Herrn Hüser, die heute Abend hier sind und die Reihe organisiert haben. Vinzenz Hediger ist assoziiertes Mitglied gleichzeitig unseres Clusters und wir freuen uns, wieder erneut so erfolgreich mit ihm kooperiert zu haben und dem Institut kooperiert zu haben und dem Deutschen Filmmuseum. Das ist immer wieder eine erfreuliche Kooperation. Thema der heute beginnenden Reihe sind die Filme von Ernst Lubitsch. Schnell wie der Witz lässt auf Komödiantisches schließen. Wenn man jedoch sieht, in welcher Zeit Lubitsch seine Filme gedreht hat, stellt man fest, dass es eine Epoche schwerer, gravierender Krisen war. Die Zeit nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Weimarer Republik, der Zerstörung einer rechtsstaatlichen, demokratischen Ordnung durch den Nationalsozialismus, die Immigration in die USA, der Zweite Weltkrieg. Wie kann man Komödien in Zeiten der Krise drehen, ohne einfach nur abzulenken, die Welt rosa-rot zu zeichnen oder sich einer ideologischen Propaganda zu unterwerfen? Dies scheint nur zu gelingen, wenn die Komödien selbst dazu beitragen, Gründe, Ursachen, Gefahren und Perspektiven der Überwindung einer Krise zu erschließen. Dieses Erschließungspotenzial ist es überhaupt nicht nur dieser Filme, sondern von Filmen überhaupt. Dieses Erschließungspotenzial ist es, was die vielen vom Cluster veranstalteten Filmereihen für uns so attraktiv macht. Filme können neue Erfahrungsräume eröffnen, die bisher Unbeachtetes erkennbar werden lassen. Filme bieten eine Möglichkeit, bisher Ungesehenes zu sehen und Ungehörtes zu hören. Insofern könnte es gerade heute und mit dieser Reihe aufschlussreich sein, zu fragen, ob man von Lubitschs Komödien etwas über unsere eigene aktuelle Krisenzeit erfahren kann. Um diese und weitere Fragen stellen zu können, werden unsere Filmreihen begleitet von einem Vortrag und einer Diskussion. Und wir freuen uns sehr, dass Frau Anke Wilkening sich bereit erklärt hat, heute Abend zu uns zu sprechen. Und ich freue mich auf Vortrag, Film und Diskussion und wünsche uns allen einen spannenden Kinoabend heute und viele weitere spannende Kinoabende in den nächsten 9 Monaten. Herr Hüser, bitte. Vielen Dank. Ja, und jetzt, wie versprochen, Rembert Hüser ist Medienwissenschaftler und dementsprechend geht es jetzt an die GIFs. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass es wieder parallel eine Homepage gibt zu dieser Reihe, die heißt ernst-lubitsch.de und da werden Sie auch dann die Mitschnitte dieser Veranstaltung, also der Diskussion, auch nochmal nachsehen können. So, von jetzt das Wort hat Rembert Hüser. Ja, hallo. Also ich will es auch gar nicht so irrsinnig lange machen. Es geht einfach bei uns bei der Vorbereitung ging es auch darum, dass es... dass wir, und Marc hatte das schon angedeutet, dass eigentlich, wenn man sich mit dem Phänomen von Lubitsch beschäftigt in seinen Filmen, es ist etwas Komisches hat, weil auf der einen Seite ist es so, dass wir jetzt eine ganze Reihe von Filmen haben, die eine anhaltende Faszination ausüben seit über 100 Jahren. Also der erste Film, den wir in der Reihe haben, ist von 1914, wenn ich das irgendwie richtig gesehen habe oder richtig erinnere. Und alles das, was uns im Wesentlichen zu Lubitsch einfällt, ist eine Verlegenheitsfloskel. Das Erste, was zu Lubitsch einfällt, ist eben The Lubitsch Touch. Und das heißt, es fällt erstmal auf, dass es einerseits eine kanonische Figur ist, Lubitsch. Man weiß irgendwie, also großer Regisseur, Kanonregisseur, aber es ist vergleichsweise relativ wenig über Lubitsch publiziert worden. Und schaut man in die Literatur, geht es immer ein Kapitel, ein Vorwort, ein Nachwort, was versucht, sich von dem elendigen Lubitsch-Touch abzusetzen. Das heißt, der Lubitsch-Touch heißt eigentlich gar nichts.
Es ist so, dass dass Christine Thompson in ihrem Buch Herr Lubitsch Goes to Hollywood hat einfach mal diese verschiedenen Versuche zu bestimmen, was der Lubitsch Touch sein soll, einfach aufgelistet. Und das war alles mögliche vom elliptischen Erzählen über schlüpfriges Erzählen, über europäisches Erzählen, was dann irgendwie weitergeleitet wird. Dann die Struktur des Superwitzes. Und man könnte es auch mit dem Karlauer sagen, also einfach der Lubitsch Touch ist Quatsch. Und das heißt, die Frage ist einfach, weil das so einfach ein leerer Platzhalter ist, ist die Frage, weil es markiert gleichzeitig etwas, eine Aufgabe, dass wir mal irgendwie, dass es sich lohnt, Lubitsch besser zu beobachten. Und deshalb finde ich auch die Perspektive, die Herr Günther eben angesprochen hat, was kann man auch von Lubitsch lernen, zum Beispiel für die Krisen von unserer Zeit, und was kann man auch mit dem Witz, der ja auch einfach auch im Verständnis von Frieder Graf und von anderen jetzt nicht einfach was Amüsantes ist, sondern dass eine bestimmte Form auch von Abstraktion beinhaltet, mit der man heute arbeiten kann. Und ich hatte mich dann zusammen, Marc und ich hatten überlegt, wie kann man auch noch überlegen, wie man heute mit Lubitsch umgehen kann. Und mich hat dann sowas interessiert, was man früher noch die Aktualität von Lubitsch genannt hatte, nämlich was mich interessiert, ist so etwas wie welche Momente aus den Filmen man eigentlich erinnert. Also mich interessiert der Moment, der anhält, wenn man das so mal sagen kann. Und dafür gibt es ein eigenes Format, nämlich die GIFs, also die Graphics Interchange Formats. Und wenn man, ich meine, Sie werden wahrscheinlich damit vertraut sein, also das sind eigentlich kleine, geloopte Minifilme, die also durch den Loop immer wieder dieselbe Struktur wiederholen, die deshalb eine ungemeine Intensität und Eindringlichkeit haben und die sowohl sehr emotional wie sehr analytisch sein können. Und es gibt dann eben große Internetplattformen, auf denen man GIFs suchen kann, und ich bin auf die Größe gegangen und habe einfach Lubitsch-GIFs rausgesucht. Und es gibt sehr und man kann eben diese GIFs in E-Mails hängen. Das heißt, man kann das machen, was man mit Filmen sowieso die ganze Zeit macht. Also ein Film existiert nicht als Werk, sondern es wird bei der Rezeption fragmentarisiert. Das heißt also auch diese Autokategorien wie, also Lubitsch Touch ist ja im Prinzip eine Tautologie, das sagt, Lubitsch ist so toll, weil er Lubitsch ist, oder Lubitsch ist Lubitsch, weil er Lubitsch ist. Und das heißt, wenn man diese Autor-Kategorien beiseite lässt und sich einfach anguckt, was bleibt eigentlich von diesen Filmen im Einzelnen über, dann ist es, gibt es um diese Momente, die anhalten. Und da sind GIFs drauf im Einzelnen spezialisiert. Und es gibt einfach ganz unterschiedliche Typen, und die gängigste Form vom GIF sind die sogenannten Reaction-GIFs, die man in E-Mails hängt, wo man also diese dekontextualisierten Splitter von Filmen aufgeladen in eigene neue Kontexte eigentlich präsentiert. Und da ist es ganz interessant, sich einfach mal anzugucken, was es für GIFs im Netz gibt. Und ich habe 10 GIFs kurz rausgesucht, um einfach anzuschauen, was die Leute aus Lubitsch-Filmen für erinnernswert halten und was Momente aus Lubitsch-Filmen sind, die übrig bleiben. Und ich habe es ganz grob eingeteilt in Kategorien. Ich fange vielleicht mal erstmal an, also 10 GIFs. Die ersten sind zur Kategorie Gender. 2 GIFs, Mann. Okay. Frau. Sie müssen überlegen, dass also Sie können zu Giphy gehen, können sich das runterladen und können es dann in Ihre E-Mail packen, wenn Sie jemandem eine Essenseinladung schicken. Oder. Dann gibt es verschiedene Formen einfach von Auftritten und Performances. Also ich nenne das mal Gestik. Gestik ist schwieriger, weil Memes sehr viel mit Gesten zu tun haben, grundsätzlich. Und wir haben noch eigene Pula Negri und Ossi Osvalda Vorträge noch in der Reihe. Man kann auch Mimik sagen. Und dann dachte ich, weil wir Wissenschaftler sind und auch beobachten, da hatte ich noch eine bestimmte Serie von Kulturtechniken mir rausgesucht. Also erste Kulturtechnik beobachten.
zweite Kulturtechnik aufzeichnen. Dritte Kulturtechnik schütteln. Was man noch weiter von GIFs lernen kann, sind überdies filmische Techniken, also Überblendung. Masken und Screens. Und man kann natürlich auch über die Kategorie des Witzes nachdenken. Also natürlich gibt es gibt verschiedene Konnotationen. Also es gibt also aus der Puppe ist natürlich Zunge rausstrecken, ist gleichzeitig auch eine bewährte ärztliche Praxis. Das heißt, sag mal A. Und also wer A sagt, muss auch B sagen oder kann auch anders weiter anschließen. Ich mache vielleicht an dieser Stelle Schluss, weil das ist das beliebte Plakat und man könnte unendlich weitermachen. Ich habe heute Morgen einfach nochmal testweise geguckt, es waren einfach eine ganze Reihe von 9 GIFs da und man kann dann auch jeweils, man kann nach Filmen suchen. Nächste Woche haben andere Leute, das sind User-Generated Sachen, das heißt, das sind einfach in dem Sinne Momente aus Lubitsch-Filmen, die hängen geblieben sind. Wir werden die Filme alles im Einzelnen noch sehen und wir freuen uns alle drauf. Schönen Dank. Ich leite dann jetzt über und möchte gerne den Gast des heutigen Abends vorstellen. Und als Marc und ich uns zusammengesetzt haben und überlegt haben, also erstmal, als wir die Listen gemacht haben von den Leuten, die wir gerne einladen wollten, war der erste Termin für den ersten Abend war von vornherein schon reserviert und wir hatten gesagt, wir möchten unbedingt Anke Wilkening hier hinkriegen und wir möchten ganz gerne, dass die Reihe mit ihr anfängt. Weil ich niemand anderen wüsste, der also in dermaßen das Verhältnis auch zu der Materialität dieser Filme aufgebaut hat, wie Anke Wilkening. Das heißt, wir freuen uns total, dass du da bist. Also Anke Wilkening ist seit 2002 Mitarbeiterin der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung. Sie hat vorher Theater- und Filmwissenschaften in Bochum und Berlin studiert und war auch freie Mitarbeiterin im Filmmuseum in Potsdam. Wenn man sich die Liste der Filme anguckt, an deren Restauration sie beteiligt ist, ist es wirklich einschüchternd. Das sind ungefähr alle berühmten Filme also von Metropolis über Caligari, Müde Tod, dann auch die also Glückskinder, Opfergang und eben auch die digitalisierten Fassungen von oder digitalisierte Edition einfach von der Berchtkatze, die wir heute Abend sehen werden. Anke Wilkening hat publiziert zum deutschen Film der 20er Jahre, zu Filmrestaurierung, hat an TV-Dokumentationen mitgearbeitet und sitzt gerade an einem Buch- und Promotionsprojekt an der Uni Utrecht, wo es, glaube ich, um die materiellen Effekte der Postproduktion im Einzelnen geht, aber da könntest du einige Sachen mehr zu sagen. Auf jeden Fall können wir hören, ob es die Berchtkatze überhaupt gibt, wie viele Berchtkatzen es gibt oder was die Materialität dieser Filme ist. Und wir freuen uns total, dass du da bist und herzlich willkommen. Ja, guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung zur Eröffnung dieser Reihe. Das freut mich sehr, dass ich etwas über die Bergkatze sagen kann. Als Ernst Lubitsch die Bergkatze 1921 drehte, war er bereits ein Starregisseur. Sein Historiendrama Madame Dubarry mit Pola Negri war 1919 ein Welterfolg. Weitere Erfolge waren 1919 die Komödie Die Puppe und 1920 Anna Boleyn, wiederum ein Historiendrama. Die Bergkatze ist eine Produktion der Projektions AG Union und somit ein Film der UFA, denn die Union war im Dezember 1917
eine der Hauptsäulen, auf denen der aus Banken und Firmen geschlossene Konzern aufbaute. Das Markenzeichen Union blieb erhalten. Produzent Paul Davidson, der die Union 1906 in Frankfurt gegründet hatte, und sein Regisseur Ernst Lubitsch sorgten für die ersten großen künstlerischen Erfolge der UFA. Lubitsch drehte Die Bergkatze mit Davidson als Produzent und Negri als Hauptdarstellerin 1921, nachdem er zuvor mit den losen Shakespeare-Adaptionen Kohlhiesels Töchter und Romeo und Julia im Schnee zwei erfolgreiche rustikale Komödien vorgelegt hatte. Obwohl Die Bergkatze stilistisch an Die Puppe und Die Austernprinzessin, beide 1919, anknüpfte, sollte er Lubitsch erster Misserfolg werden, sowohl bei Publikum als auch bei Kritik. Man kann danach soupieren oder Abendbrot essen. Man kann Sekt in einer Diele trinken oder Schnaps in einer Kutscherkneipe. Man kann aufbleiben und Witze erzählen. Oder man kann nach Hause gehen und sich zu Bette legen. Aber danach Gedanken zu äußern, ist an sich stillos. Denn wenn dieser Film überhaupt einen Wert hat, so ist es der, dass er einen von Gedanken befreit. Nicht, dass er sie gibt. Dass er zerstreut, nicht, dass er anregt, urteilte Filmkritiker Willi Haas im Filmkurier. Lubitschs eigene Einschätzung war rückblickend: kurz nach dem Krieg, als der Film herauskam, fand sich das deutsche Publikum nicht in der Stimmung, einen Film zu akzeptieren, der Militarismus und Krieg satirisch behandelte. Heute zählt Die Bergkatze zu den Klassikern des Weimarer Kinos und des internationalen Stummfilms. Im Kinoverleih der Murnau-Stiftung zählt er zu den 10 am meisten angefragten Filmen. Das heißt, er gehört offenbar zum festen Repertoire des internationalen Kinos. Dies alles nur als Indiz dafür, wie sehr die Wahrnehmung im Lauf der Geschichte durch sich ändernde Rahmenbedingungen der Rezipienten variiert. Die filmhistorische oder filmwissenschaftliche Bewertung des Films wird mich im Folgenden jedoch weniger beschäftigen. Vielmehr geht es mir um Rahmenbedingungen, die sich wandelnden materialtechnischen und ästhetischen Präsentationsformen des Films bestimmen. Das sind aus meiner Sicht 5 wichtige Punkte: die materielle Überlieferung des Films, technische Evolutionen in der Filmindustrie, die archivarische Praxis der Sicherung, Restaurierung und Digitalisierung, gesellschaftspolitische Veränderungen und kulturpolitische Praktiken. Ich werde diese Rahmenbedingungen und ihre Auswirkungen auf die Präsentation und die materielle Überlieferung des Films anhand einiger Stationen zwischen 1921 und heute darstellen. Im Bundesarchiv Filmarchiv in Berlin befindet sich ein Originalnegativ des Films. Das heißt, das Negativ, das sich 1921 während der Dreharbeiten in der Kamera befand und vom Kameramann Theodor Sparkuhl belichtet wurde und anschließend im Kopierwerk entwickelt und für die Herstellung von Kopien eingerichtet wurde. In den 1920er Jahren wurden die Kopien direkt vom Originalnegativ gezogen. Duplikatmaterial für Zwischenpositive, also fotografische Emulsionen, die dazu dienten, möglichst alle Bildinformationen des Originalnegativs zu reproduzieren, damit diese wiederum in das Duplikat negativ überführt werden konnten, waren zwar ab Mitte der 1920er Jahre auf dem Markt, doch setzte sich in die Praxis Kinokopien zum Schutz des wertvollen Originalnegativs vom Duplikatnegativ herzustellen erst wesentlich später durch. Das Originalnegativ ist ein Schwarz-Weiß-Negativ. Farbmaterial im Sinne von Mehrschichtenfilmen, bei dem Farbstoffe in der fotografischen Emulsion vorhanden sind, gab es noch nicht. Die gesamte Stummfilmzeit hindurch wurde für den kommerziellen Spielfilm auf Schwarz-Weiß-Material gedreht und kopiert und die Kopien anschließend in chemischen Farbbädern gefärbt. Im Ergebnis entstand dadurch eine monochrome Einfärbung. 2 Arten der Färbungen waren international am gebräuchlichsten: Virage und Tonung. Bei der Virage wird die Gelatine der fotografischen Schicht gefärbt, sodass im Wesentlichen alle hellen Stellen im Bild farbig erscheinen.
Es gab eine Vielzahl von Farben. Orange war am gebräuchlichsten, aber auch Gelb, Grün, Blau, Rosa in unterschiedlicher Intensität kamen häufig vor. Bei der sogenannten Tonung wird das Silber der fotografischen Emulsion chemisch umgesetzt, sodass die Schwärzen nicht mehr schwarz, sondern farbig erscheinen. Am gebräuchlichsten waren die Farben Braun und Blau. Eine Kombination beider Techniken erlaubte es, das Bild in zwei Farben zu färben. Gebräuchliche Kombinationen waren gelbe Virage und blaue Tonung. Viele Filme von Lubitsch aus den 1920er Jahren liegen heute in gefärbten, restaurierten Fassungen vor. Dies war möglich, weil gefärbte zeitgenössische Kopien erhalten waren. Als Beispiel würde ich jetzt ganz gerne den Clip 4 vorführen. Das ist ein Ausschnitt aus Die Puppe. Eine gefärbte, eine viragierte Kopie davon ist im Filmarchiv Austria erhalten und die Kollegen im Filmarchiv Austria haben auf deren Grundlage eine Restaurierung, eine photochemische Restaurierung durchgeführt, sodass der Film heute hauptsächlich in 5, ich weiß nicht, ob die Vorführerin mich gehört hat. Okay, sie hat. Also das heißt, das Ergebnis der Restaurierung war eine 35 mm Kopie mit Viragen und dieses Material haben wir wiederum digitalisiert, sodass der Film optional auch als Digital Cinema Package zur Verfügung steht. Ja, das ist hier jetzt eine Szene aus, nachdem die Puppe gekauft wurde. Man sieht hier Schauplatzwechsel, sind unterschiedlich eingefärbt, also ein Wechsel zwischen Orange und eher so einem Rosaton. Ja, und er bringt jetzt seine Braut, die Geschichte ist, dass er sich eine Puppe kauft, um nicht heiraten zu müssen, und diese Braut bringt er jetzt nach Hause, um sie seinem Onkel vorzustellen. Also Orange wurde in der Regel verwendet für Szenen, die am Tag spielen. Also hier eine Außenszene. Ja, und die Kutschfahrt ist natürlich sehr lang, der Weg ist weit, das heißt, wir sehen hier den Mond, es ist Nacht und entsprechend eine andere Virage, also eher so ein Blau-Lavendelton. Ja, und ich sehe schon, dass der Ausschnitt auch gut als Trailer funktioniert hat. Also, von Die Bergkatze ist lediglich das Schwarz-Weiß-Kamera-Negativ erhalten. Aber soweit bekannt, keine gefärbte Kopie, sodass der Film 2000 in Schwarz-Weiß restauriert wurde und Sie ihn auch so heute Abend sehen werden. Im Vergleich zu anderen wichtigen Werken von Ernst Lubitsch ist das ästhetische Konzept der Bergkatze durch die lückenhafte Überlieferung stärker beeinträchtigt. Besonders, und dann komme ich zum nächsten Ausschnitt, das wäre der Clip 1. Also besonders für die Schneelandschaften, die Sie gleich in dem Clip sehen werden, dürfte das relevant gewesen sein, weil die wirken oft eher flächig, da kaum Graustufen enthalten sind. Und hier liegt es natürlich nahe, dass der Bildeindruck optimiert wurde, indem man den Film viragiert oder getont hat oder eine Kombination von beiden.
Also hier gibt es eigentlich noch nichts auszusetzen. Das ist alles sehr, sehr plastisch. Aber hier, wenn man sich jetzt den Hintergrund, also wenn Sie sich von der Handlung nicht ablenken lassen, wenn Sie sich den Hintergrund anschauen, da ist einfach nicht viel zu sehen. Das heißt, das Bild wirkt dadurch natürlich auch sehr flächig. Hier genauso. Und hier sieht man das auch, also schon direkt im Hintergrund von den Schauspielern. Das sind kaum Details im Schnee zu erkennen. Was nicht ungewöhnlich ist für das Filmmaterial, das in der Zeit verwendet wurde, weil das orthochromatische Filmmaterial nur einen Teil des farbigen Lichts wiedergeben konnte und umsetzen konnte in Graustufen. Und das ist eben auch ein Grund, warum Färbungen angewendet wurden. Also nicht nur als dramaturgisches Mittel, sondern einfach auch als technisches Mittel, um die mangelnde Sensibilität des Filmstocks in der Zeit auszugleichen. Ein Verweis auf Farbeffekte für die Bergkatze in den Premierenkritiken deutet darauf hin, dass die Färbungen exzeptionell gewesen sein könnten und den flamboyanten Stil des Films unterstützt haben könnten. In der Lichtbildbühne heißt es dazu: Nicht zu vergessen ist die technische Leistung der Mestergesellschaft, deren Gipfelpunkt ein koloriertes Feuerwerk bildete, wie es die deutsche Filmkunst noch nicht gesehen hat. Färbungen wurden in zeitgenössischen Kritiken sehr selten erwähnt. Hier ist von einer Kolorierung eines Feuerwerks die Rede. Kolorierung ist eine weitere Färbetechnik beim Stummfilm, die wesentlich aufwendiger war als Virage und Tonung. Denn sie besteht im Ausmalen einzelner Teile eines Bildes und wir reden von 35 mm, das ist so. Also das heißt, man hat einzelne Bildteile in verschiedenen Farben ausgemalt, entweder per Hand oder mit Hilfe einer Schablone. Und da in diesem Fall ein Feuerwerk koloriert ist, ist davon auszugehen, dass man einfach diese verschiedenen Lichteffekte, die man natürlich bei einem Feuerwerk hat, eben versucht hat, in verschiedenen Farben wiederzugeben. Und sehen Sie jetzt das Feuerwerk, das Sie nachher auch noch mal sehen werden, hier natürlich in Schwarz-Weiß. Entschuldigung, das ist Clip 2 für die Vorführung. Also da sind im Schwarz-Weiß natürlich wenig Details vorhanden. Und wenn Sie sich das jetzt vorstellen, dass so diese einzelnen, wie soll ich sagen, Funken, die da rauskommen, in unterschiedlichen Farben per Hand angemalt waren, also können Sie sich zum einen die Mühe vorstellen, aber auch, dass es sicherlich ein sehr schöner Effekt war. Aber leider ist es nicht erhalten. Ebenfalls bemerkenswert ist hier die Erwähnung des offenbar für diesen Film zuständigen Kopierwerks, nämlich die Mestergesellschaft. Sowas kommt ganz, ganz selten vor. Und Sie sehen hier ein Teil aus dem Kameranegativ, aus dem Originalnegativ, mit einem eingeschnittenen zwei Referenzbildern für die Zwischentitel. Und da sehen Sie oben in der Perforation die Signatur Mester. Also das heißt, wir finden in dem Kameranegativ, so wie es heute erhalten ist, noch einen Beleg dafür, dass die Mestergesellschaft tatsächlich, wie in der Kritik erwähnt, für die Postproduktion des Films zuständig war. Darüber hinaus liefern diese beiden Referenzbilder zugleich auch einen weiteren Hinweis auf Färbung. Sie sehen das hier, sie sind grün viragiert. Das ist ein sehr klassischer Farbton gewesen für Zwischentitel. Und das ist, kann man sagen, dann in dem Negativ, so wie es heute erhalten ist, auch schon die einzige Farbreferenz, die überhaupt noch da ist. Das Originalnegativ war Grundlage und Anlass der Restaurierung.
Lange Zeit war nicht bekannt, dass überhaupt ein Originalnegativ des Films erhalten ist. Es befand sich im Bestand des staatlichen Filmarchivs der DDR und wurde erst durch die Eingliederung des Archivs in das Bundesarchiv Filmarchiv nach 1990, also nach der Wende, wieder verfügbar. 1935 wurde im nationalsozialistischen Deutschland das Reichsfilmarchiv gegründet. Produktionen von vor 1935, darunter also die Stummfilmproduktionen, gelangten in diesem Zuge, soweit sie überhaupt noch vorhanden waren, in das Reichsfilmarchiv. Die Bestände, die sich Ende des Zweiten Weltkrieges in der russischen Besatzungszone befanden, wurden beschlagnahmt und gelangten ins nationale russische Filmarchiv Gosfilmofond. Ab 1955 wurden sie an die DDR zurückgeführt. Für die meisten Stummfilme, die zum Stock der Murnau-Stiftung zählen, zeigte sich erst nach der Wende, dass oftmals noch erhaltene Originalnegative erhalten sind. Seit Ende der 1990er Jahre hat die Murnau-Stiftung verstärkt Filmtitel restauriert, von denen die Originalnegative aus Beständen des ehemaligen staatlichen Filmarchivs der DDR wieder verfügbar waren. Damit konnten viele Klassiker, darunter Fritz Langs Metropolis oder Friedrich Wilhelm Murnaus Faust, erstmals wieder in 35mm Kopien früher fotografischer Generation und somit sehr guter Bildqualität vorgelegt werden. Vor der Wende waren die Filme durchaus auch schon basierend auf diesen Originalnegativen verfügbar gewesen, aber eben über den Umweg zahlreicher Duplikatstufen. Zu Zeiten des Kalten Krieges besorgten sich viele Filmarchive Materialien von Gosfilmofond oftmals über Tausch. Die 35mm Kopien wurden dabei nicht direkt von den Originalnegativen gezogen, sondern von Duplikaten, die Gosfilmofond für eigene Archivzwecke hergestellt hatte. Berühmtes Beispiel für diese Praxis ist das Filmmuseum München, das die aus der Sowjetunion bezogenen Kopien rekonstruierte, indem sie sie mit anderen Materialien komplettierten oder fehlende Zwischentitel, die sie neu herstellen ließen, einsetzten. Der Look dieser Filme zu Zeiten des Kalten Krieges war also durch zahlreiche Duplikatstufen bestimmt, die zu extrem hartem Kontrast mit entsprechendem Verlust an fotografischen Details, starkem Korn und damit einhergehender Unschärfe führten und zahlreiche einkopierte Beschädigungen aufwiesen. Die Rahmenbedingungen der Restaurierung von Stummfilmklassikern von Ende der 1990er bis in die frühen 2000er Jahre sind also vor allem auf gesellschaftspolitische Änderungen in Deutschland zurückzuführen. Weitere Rahmenbedingungen filmtechnischer, restaurierungsethischer und kulturpolitischer Art war von 1991 bis 1995 eine europäische Restaurierungsoffensive, das Lumière-Projekt des Europäischen Mediaprogramms. In diesem Kontext stehen eine Vielzahl von Aktivitäten, auch wenn sie nicht unmittelbar Teil des Förderprojekts waren, wie etwa der Aufbau von auf Filmrestaurierung spezialisierten Kopierwerken und von Festivals zur Präsentation von den neu restaurierten Archivfilmen. Damit gab es erstmals, abgesehen von Filmarchiv-eigenen Kopierwerken, kommerzielle Anbieter mit einer Kopiertechnik, die auf die Bedürfnisse schadhafter und fragiler historischer Filmmaterialien abzielte, um sie in guter Qualität zu reproduzieren. Das führte dazu, dass vermehrt auf Originalmaterialien für die Kopierung zurückgegriffen wurde. Eine interessante Koinzidenz mit der Wiederverfügbarkeit der Stummfilm-Originalnegative in Deutschland. Eine wichtige, möglicherweise dominierende Technik bei diesen photochemischen Restaurierungen wurde die optische Schrittkopiermaschine TAI des französischen Herstellers Debris. Bei dieser Kopiertechnik sind Kopiervorlage und Rohfilm nicht in Kontakt, sondern zwischen ihnen befindet sich eine Kamera, also ein optisches System. Das ist eigentlich vergleichbar mit einem Projektor, der das Bild der Kopiervorlage auf den Rohfilm, also das heißt das Material, auf das kopiert wird und das dann später im Kino gezeigt wird, projiziert. Ursprünglich entwickelt für den Postproduktionsbetrieb für Ausschnittsvergrößerungen und die Herstellung von 16mm Reduktionsmaterialien,
von 35 mm Vorlagen bietet die optische Kopiertechnik ein großes Potenzial für Filmrestaurierung. Die Möglichkeit, stark geschrumpfte und beschädigte Vorlagen zu kopieren. Außerdem ist die TAI Debris mit einem Wetgate, also einer Nasskopiertechnik, zur Verminderung von Schramm ausgestattet. Ein Nachteil dieser Kopiertechnik ist, dass optische Kopierung den Kontrast des Bildes verstärkt. Ein härterer Kontrast erzeugt aber auch, also das ist dann wiederum vielleicht ein positiver Nebeneffekt, ein härterer Kontrast erzeugt nämlich im Gegensatz zu einem flachen Bild subjektiv den Eindruck von mehr Bildschärfe. Weiterer Aspekt war die Etablierung einer verbesserten photochemischen Restaurierungsmethode für Virage und Tonung, dem sogenannten Desmet-Verfahren. Es ist benannt nach seinem Erfinder Noël Desmet, ehemaligem technischen Leiter der Cinémathèque Royale in Brüssel. Die Technik basiert auf der Herstellung von Farbkopien auf Grundlage eines Schwarz-Weiß-Negativs, in dem die Färbungen während der Kopierung über Filter in den Mehrschichten farbpositiv erzeugt werden. Damit ermöglichte es im Gegensatz zur zuvor gebräuchlichen Methode der Reproduktion der Färbungen über Farbinternegative, also das heißt DUP-Negative als Farbmaterial, also diese Technik ermöglichte die Restaurierung oder sogar Rekonstruktion von Viragen und Tonungen. Bei der Reproduktion mittels Farbinternegativ konnte nur mit einer gefärbten Kopie gearbeitet werden. Da aber beim Desmet-Verfahren die Farben über Filter während des Kopiervorgangs erzeugt werden, ist es möglich, Farben ohne entsprechende Vorlagen zu erzeugen. Das heißt, wenn wir bei der Bergkatze eine Liste gehabt hätten mit den Färbungen, die der Film gehabt hätte, hätten wir auch auf Grundlage des schwarz-weißen Originalnegativs diese Farben wiederherstellen können. Aber leider gab es das nicht. Mit dem Desmet-Verfahren konnten erstmals Viragen in kräftigen Farbtönen reproduziert werden, was wiederum zu einem neuen Look führte, in dem diese Kopien oft sehr dichte und bunte Färbungen aufweisen. Zum Zeitpunkt des Lumière-Projekts war das Desmet-Verfahren sehr populär. Viele Filme wurden explizit ausgewählt, also für Restaurierungen ausgewählt, um sie erstmals in gefärbten Fassungen zeigen zu können. Ich hätte jetzt gerne den Clip 3 als Beispiel hier für einen Ausschnitt aus Madame du Barry, also ebenfalls von Lubitsch, der 2001 restauriert wurde auf Grundlage einer viragierten Kopie aus der Cinémathèque Suisse in Lausanne. Und Sie sehen jetzt nicht die 35mm Kopie, die damals das Ergebnis der Restaurierung war, sondern eine Digitalisierung dieser Fassung. Das ist jetzt hier der Sturm auf die Bastille, also orange, hier noch orange Virage. Es ist mitten am Tag. Und hier jetzt, um dem Feuer von den Kanonen gerecht zu werden, rote Virage. Also rot ist der klassische, es gab Codes bei den Viragen. Also jetzt nicht so stringent, aber Rot ist eine klassische Farbe für Feuer gewesen, weil es natürlich eine starke Signalwirkung hat. Und vielleicht haben Sie jetzt bemerkt, im Unterschied zu dem Ausschnitt von Die Puppe, dass hier die Färbungen recht kräftig sind, was eben sehr klassisch ist für die Verwendung des Desmet-Verfahrens, wobei das auch von Kopierwerk zu Kopierwerk variieren kann. Madame du Barry wurde restauriert bei L'Immagine Retrovata, die einen gewissen Ruhm dafür hatten, ein sehr knalliges Desmet zu machen. Ja, diese Phase in der Filmrestaurierung oder in der archivarischen Filmrestaurierung, die zugleich die letzte Phase vor der digitalen Revolution war, war geprägt von Aha-Effekten. Bislang nicht gekannte Bildqualität von Archivfilmen durch Nutzung möglichst originärer Quellen, dank verbesserter Kopiertechnik sowie Optimierung der Reproduktion von historischen Färbungen,
haben sicherlich den deutlichsten Eindruck hinterlassen. Als ein Wiedersehen, um nicht zu sagen eine ganz andere Erfahrung der sogenannten expressionistischen Klassiker als frisch gezogene Kopien in Festspielaufführungen, beschreibt Thomas Elsässer seine Seherfahrung 1999 in das Weimarer Kino aufgeklärt und doppelbödig und ich sah mich hyperrealen Bildern gegenüber, gesättigt an sinnlich-taktilen Oberflächen und Dekors, die vor erfindungsreichem Überschwang, Schnörkeln und Werfen nur so vibrierten. Befremdlich vertraute Welten eröffneten sich einem hier. Möglicherweise ist der frische Eindruck auf die knackigen Kontraste und Buntheit der Färbungen zurückzuführen. Die Bergkatze wurde im Kontext professionalisierter photochemischer Restaurierungstechniken und Ethiken restauriert. Basis war, wie schon erwähnt, das montierte Originalnegativ mit deutschen Blitztiteln. Wie erwähnt, enthält das Negativ keine Farbangaben mehr. Soweit uns bekannt ist, ist in den Filmarchiven auch keine Farbkopie überliefert. 1983 jedoch wurde der Deutschen Kinemathek in Berlin leihweise ein viragiertes Fragment aus Privatbesitz zur Verfügung gestellt. Also das klingt danach, dass, als ob das kolorierte Feuerwerk nicht enthalten wäre, weil es einfach nur sehr schnöde als viragiertes Fragment beschrieben wird. Damals gab es im Kontext einer Lubitsch-Retrospektive die Überlegung, ob man auf Grundlage dieses Fragments eine Farbrekonstruktion durchführen könne. Es scheint aber, dass aufgrund der zu geringen Informationen über den Farbplan des Films anhand eines einzelnen Fragments und vor allem der Schwierigkeit, Färbungen in den 1980ern photochemisch zu reproduzieren, dieser Plan verworfen wurde. Die Tatsache, dass das Stummfilmkino nicht schwarz-weiß war, gewann durch verbesserte Reproduktionstechniken für Färbungen an Bedeutung. Insofern beschränkt sich die Quellenrecherche nicht allein darauf, die möglichst früheste Generation zur Gewährleistung guter fotografischer Ergebnisse zu finden, sondern ist die Suche nach ästhetischen Referenzen integraler Bestandteil. Damit springe ich zurück in das Jahr 1921, in dem die Bergkatze uraufgeführt wurde, und komme zu den destruktiven Auswirkungen technischer Evolutionen auf die materielle Überlieferungssituation des Films. Das Originalnegativ der Bergkatze liegt heute montiert vor, das heißt, die Einstellungen und Zwischentitel sind in der Reihenfolge, in der sie auch im Kino zu sehen waren, also entsprechend der Narration, geschnitten. Das klingt jetzt erstmal ganz logisch. Und normal für uns ist aber so, dass ein montiertes Negativ für die Stummfilmzeit untypisch war. Standard wurde der sogenannte Negativschnitt erst Ende der 1920er Jahre. Davor war ein sogenannter Positivschnitt üblich. Das heißt, der fertig geschnittene Film, so wie er dann im Kino zu sehen war, entstand erst an der Kinokopie. Das Negativ dagegen war nach technischen Parametern sortiert. Diese waren bestimmt durch den Handbetrieb der Kopierwerke. Also Kopierwerksarbeit war Handwerk, war Handarbeit. Kopiermaschinen waren noch ohne automatischen Lichtwechsel, sodass die einzelnen Einstellungen des Films nach ihrer Dichte sortiert werden mussten. Das heißt, dass Einstellungen, die ähnliche Dichten, also ähnliche Helligkeitsverhältnisse aufwiesen und somit mit dem gleichen Kopierlicht kopiert werden mussten, zu einer Rolle zusammengeschnitten wurden, völlig unabhängig von ihrer inhaltlichen Folge. Dabei wurde gleichzeitig berücksichtigt, dass nur die Einstellungen auf einer Rolle versammelt wurden, die später auch im gleichen Farbton eingefärbt werden sollten. Das Originalnegativ von Die Bergkatze liegt also nicht mehr in seiner ursprünglichen Form vor. Ein anderes Originalnegativ, nämlich das der parallel hergestellten Union-Produktion Das Opfer der Ellen Larsen, liegt dagegen heute noch technisch nach Dichten und Färbungen sortiert vor. Der Film hatte am 22. April 1921 in Berlin Premiere, also 10 Tage nach der Premiere der Bergkatze. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass beide parallel gedreht wurden und auch die Postproduktion etwa zeitgleich stattfand. Das Melodram von Paul Ludwig Stein mit der russischen Schauspielerin Maria Leko in der Hauptrolle dürfte eine konventionelle Studioproduktion gewesen sein.
Das Opfer der Ellen Larsen ist heute vergessen. In den Filmgeschichtsbüchern kommt er nicht vor. Er ist jedoch im Bundesarchiv Filmarchiv mit einem Originalnegativ, in dem sämtliche Farbangaben erhalten sind, sowie einer unvollständigen, viragierten Kopie erstaunlich gut überliefert. Dennoch gibt es keinerlei Ansichtsmaterial zu dem Film, da die Quellen bislang nicht durch eine archivarische Umkopierung gesichert wurden. Die Einstellungen des Negativs sind, wie gesagt, nicht inhaltlich, sondern technisch montiert. In jeder Rolle sind einzelne Einstellungen in der Regel ohne jeden inhaltlichen Bezug zu einzelnen Gruppen geordnet. Diese einzelnen Gruppen enthalten jeweils ein kurzes Start- und Endband mit folgenden Angaben: der Kurzfassung des Filmtitels, also hier Ellen Larsen, der Farbangabe, hier ist es goldorange, einer Liste der Nummern der Einstellungen, die in dieser Gruppe enthalten sind. Die sehen Sie da oben über dem Namen der Farbe. Und die Länge dieser Rolle in Metern. Zwischen den einzelnen Einstellungen, die sich in einer solchen Rolle befanden, befinden sich jeweils einige Bilder Blankfilm mit der Nummer, also mit zwei Nummern, das sind die Einstellungsnummern, also 182 gehört zu der Einstellung und 161 ist die Einstellung. Also das heißt, zwei Einstellungen, die nicht aufeinander folgen, die aber hier zusammen montiert worden sind. Und dazwischen befindet sich der Name der Farbe, in diesem Fall Elfenbein, klingt sehr spektakulär, ist aber eine völlig unspektakuläre Farbe. Ja, also so sieht das ganze Negativ aus für alle Farben, die in diesem Film vorkommen. Insgesamt gibt es 8 Farbgruppen: Goldorange, Elfenbein, Gelb, Rosa, Nachtblau, Blau, Hellgrün, Hellnachtblau. Diese Farbgruppen sind jeweils unterteilt nach den verschiedenen Dichten. Die Farbe Goldorange ist in 19 Gruppen aufgeteilt, die vermutlich jeweils eine andere Dichte und daher eine andere Lichtbestimmung erfordern. Das heißt, diese Farbe wurde für den Film am meisten verwendet. Das ist bei vielen Filmen so. In der erwähnten unvollständigen gefärbten Kopie kommt zumindest ein Teil der im Negativ verzeichneten Färbungen vor. Also Orange kommt vor, Hellgrün kommt vor, Rosa, das sieht jetzt hier eher hellrot aus, und ein Blauton. Aufgrund seines chemischen Zerfalls ist jedoch nicht mehr zu identifizieren, um welchen der drei im Negativ verzeichneten Blautöne es sich handelt. Also sieht auch hier sehr grün aus und man kann das vor allen Dingen in der Perforation ganz gut sehen, dass sich das Blau halt abbaut. So über Grün zum Gelb, also das kennen wir aus anderen Überlieferungen. Also es hat den Anschein, dass dieser Blauton besonders instabil war. Ja, und die Frage, die sich natürlich aufdrängt, ist, warum liegt das Originalnegativ von Die Bergkatze nicht in der gleichen Form vor wie dieses hier, das Opfer der Ellen Larsen, wenn es doch zur gleichen Zeit produziert wurde? Mit dieser Frage komme ich zu einer wichtigen technischen Evolution in der Postproduktion der Stummfilmzeit, dem Wandel vom manuellen zum vollautomatischen industriellen Kopierbetrieb. Die beschriebene technische Sortierung der Originalnegative war den technischen Rahmenbedingungen der Kopierwerke geschuldet, die darin bestand, dass der gesamte Prozess von der Entwicklung des Negativs bis zur Herstellung einer gefärbten Kopie Anfang der 1920er Jahre Handarbeit war. In dieser Zeit wurden jedoch in den technischen Branchenblättern bereits neue Entwicklungsmaschinen und Kopiermaschinen, die eine rein maschinelle Bearbeitung eines Films bis zur fertigen Kopie ermöglichten, diskutiert. Die Geier-Kopierwerke, ein sehr großes Kopierwerk und fortschrittliches Kopierwerk in Berlin, hatten bereits 1922 Kopiermaschinen mit automatischem Lichtwechsel und automatische Negativentwicklung eingeführt. In großen Kopierwerken war die Umstellung zum automatischen Betrieb bis Ende der 20er Jahre vollzogen. Die maschinelle Postproduktion ermöglichte, Negative unabhängig von der jeweiligen Dichte einer Einstellung
entsprechend der Narration des Films zu schneiden. Nur die Färbungen mussten bei der Einrichtung der Negative weiterhin berücksichtigt werden. Das baute aber auch immer mehr ab, denn also einerseits aus pragmatischen Gründen, aber auch durch verbesserten Positiv-Rohfilm geriet das Einfärben immer mehr in den Hintergrund. Ja, und so wurde es üblich, dass Negative von frühen Filmen Mitte oder Ende der 20er Jahre für moderne automatische Kopiermaschinen neu eingerichtet wurden, um die weitere Auswertung des Films zu gewährleisten. Dabei wurden die Farbinformationen entfernt, weil es kein kommerzielles Interesse mehr dafür gab. Und so etwas wie Filmarchive oder eine überhaupt die Bedeutung von Film als Kulturgut in dieser Zeit nicht existierte. Das hier ist eine Anzeige der UFA von 1925, ich glaube im Filmkurier, in dem sie eben die Wiederaufführung zahlreicher Filme aus der ersten Hälfte der 20er Jahre ankündigt. Also mein Dank für diese Anzeige geht an den israelischen Filmwissenschaftler Eitam Barzagi, der mir diese Anzeige geschickt hat. Inwiefern auch die Bergkatze dazu zählte, also zu diesen Filmen zählte, die wieder aufgeführt wurden, wäre noch zu recherchieren. 1921 war der Film unpopulär, doch ab Mitte der 20er gehörte Lubitsch immerhin zu den gefragten Regisseuren Hollywoods. Ja, falls nicht schon Mitte der 20er, so muss das Negativ spätestens in den frühen 30er Jahren oder eher späten 20er Jahren remontiert worden sein. Zu Beginn der Stummfilmzeit gab es ein verstärktes Interesse an der Wiederaufführung von Stummfilmen, da noch nicht alle Kinos auf die neue Technik umgestellt waren, aber die Produktion von Stummfilmen nachgelassen hatte. So stellte die UFA 1929 nur noch die Hälfte ihres Produktionsvolumens als Stummfilm her. In dieser unterschiedlichen Überlieferungssituation von zwei Filmen, die im gleichen Jahr von der Union produziert wurden, lässt sich eine Logik finden. Die Bergkatze ist von einem berühmten Regisseur, ist ein Klassiker, sodass es immer wieder Interesse daran gab, den Film herauszubringen, verfügbar zu halten. Das Opfer der Ellen Larsen dagegen ist ein gänzlich unbekannter Film, der offenbar nie Anlass für eine nachträgliche Herausbringung gab. Paradoxerweise bedeutet der Status des Klassikers für die Bergkatze die teilweise Auslöschung seines ästhetischen Konzepts, während es von einem Film, für den sich niemand interessiert, erhalten blieb. Absurderweise wird dadurch das Desinteresse zu einem Glücksfall der Überlieferung, deren Erkenntnisse man auf andere Filme mit fehlenden Informationen übertragen kann, also zumindest heute. Sie sehen, wie schon erwähnt, die Bergkatze heute nicht in der 35mm-Kopie, die 2000 im Zuge der Restaurierung entstanden ist, sondern eine Digitalisierung dieser analogen Restaurierung. Daher noch ein paar Worte zur digitalen Revolution. Da wir diese derzeit erleben und auch mitgestalten, fällt ein Blick von außen nicht leicht. Daher möchte ich an dieser Stelle nur ein paar Anmerkungen machen, die man dann vielleicht als Anregung für die Diskussion nach dem Film verwenden kann. Seit 2012 stellen das Bundeskulturministerium und die Filmförderanstalt Fördergelder zur Digitalisierung des Filmerbes zur Verfügung. Wir haben das Master der Restaurierung von Die Bergkatze, das heißt das vom Originalnegativ hergestellte DUB-Positiv, 2014 mit Fördergeldern des Bundeskulturministeriums digitalisiert. Die Digitalisierung fand statt in 2K-Auflösung, das heißt 2048 Pixel in der Breite und 1546 Pixeln in der Höhe. K bezeichnet die Bildpunkte. Und einem Dynamikumfang von 16 Bit. Dynamikumfang bezeichnet die Feinheiten der Grauabstufung. Dabei entstand ein Material für die digitale Kinoprojektion, also ein sogenanntes DCP, in der Auflösung des Scans, also in 2K. Das bedeutet dann aber für das DCP, so wie es nach DCI-Norm standardisiert ist, dass es jetzt nur noch 1998 mal 1080 Pixel sind, denn das originale 1:1:33 Format
muss in das Breitbandformat, das nun mal der Standard für DCP ist, eingepasst werden, wenn man das Bild nicht oben und unten beschneiden möchte. Des Weiteren entstand ein HD-Master für die Fernseh- und Home-Video-Auswertung. Das heißt, wir haben das Ergebnis der photochemischen Restaurierung von 2000 in die digitale Welt überführt. Eine neue digitale Restaurierung durch Scanning des Originalnegativs einschließlich umfassender Recherche nach gefärbten Quellen oder aber sogar die Erarbeitung eines Farbplans anhand anderer Filme von Lubitsch waren in diesem Rahmen nicht möglich. Die Erarbeitung eines Farbplans wäre eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, da gefärbte Quellen in erster Linie von Lubitschs Historienfilmen erhalten sind, während etwa von der Komödie Die Austernprinzessin, die der Bergkatze stilistisch am ähnlichsten ist, ebenfalls keine gefärbte Quelle erhalten zu sein scheint. Der Perfektionismus, der Oberflächenreiz des Looks der photochemischen Restaurierung seit den 1990ern erreicht möglicherweise in der digitalen Restaurierung ein weiteres Extrem und stellt uns vor neue Herausforderungen im Umgang mit der Patina des Filmerbes. Soll man die Schäden oder Mängel, die in den Restaurierungen der End-90er und frühen 2000er nicht durch die photochemische State-of-the-Art-Technik bewältigt werden konnten, jetzt in die digitale Welt überführen, oder soll man sie mittels digitaler Werkzeuge eliminieren? Oder soll man gleich auf die Originale zurückgreifen und noch einmal ganz von vorne anfangen? Was Ende der 1990er vielleicht noch als Paradox empfunden wurde, nämlich dass alte Filme neu aussehen, ist in der digitalen Welt schon fast eine Selbstverständlichkeit geworden und scheint oft schon eine Forderung zu sein. Gerade deshalb wird heute, wie vielleicht nie zuvor, über das, was photochemischen Film ausmacht, diskutiert und darüber, wie man ihn in die digitale Welt überführen sollte und wie nicht. Das DCP bietet die Möglichkeit, mit dem Film auch eine Begleitmusik anzubieten. Das haben Sie eingangs schon gehört. Sodass Kinos, die keine Möglichkeit für eine Live-Begleitung haben, was ja hier eigentlich nicht der Fall ist, den Film aber trotzdem mit Musik zeigen können. Und heute sehen Sie den Film in dieser Form. In der Praxis zeigt sich also zumindest für unsere Verleihpraxis bei der Murnau-Stiftung, dass die meisten Kinos Stummfilme jedoch nach wie vor mit Live-Begleitung zeigen. Wir wissen nicht, mit was für einer Musik die Bergkatze bei seiner Premiere begleitet wurde. Vermutlich gab es keine durchkomponierte Musik, sondern die übliche Kompilation von Standardmotiven. 2000 wurde die restaurierte Fassung und ihre Ausstrahlung bei Arte eine neue Musik im Auftrag von ZDF in Zusammenarbeit mit Arte und der Murnau-Stiftung produziert. Beauftragt wurde hierfür der italienische Komponist Marco Dalpane, der sie mit einem achtköpfigen Solistenensemble aufnahm. Diese Musik stellen wir ja als DCP zur Verfügung, habe ich schon gesagt. Dalpane zitiert in seiner Musik Liszt genauso wie Nino Rota und versetzt dem Film ein zusätzliches Tempo, das sich zwischen Komik, Ironie und Überzeichnung bewegt. Vielen Dank. Jetzt hört Anke Wilkening das noch nicht, weil sie hat gerade den Saal verlassen und kommt gleich wieder. Aber wir können natürlich schon mal kurz anfangen, Rembert Hüser. Was ist dein Eindruck, nachdem du das jetzt gesehen hast, dieses DCP mit dieser Musik? Ich kannte diese Fassung und ich finde auch die Musik super spannend, weil ja, wie Anke Wilkening erzählt hat, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise gesampled ist. Das heißt, man versucht nicht eine Retro-Musik herzustellen, sondern man versucht, also sie sagte ja, da ist Nino Rota mit drin. Genau, das hört man auch raus, finde ich. Ja. Und das sagt natürlich einiges auch darum, dass es eigentlich weniger um Rekonstruktion als um Konstruktion geht. Und das sind natürlich einige der Aspekte, die dann besonders interessant sind. Aber die Spezialistin kommt, also deshalb will ich jetzt gar nicht hier improvisieren. Ja, wunderbar. Dann also nochmal vielen Dank und begrüßen Sie nochmal Anke Wilkening. Ja,
Erst einmal danke für den super tollen Vortrag, super tollen rasanten Vortrag, dann kam der rasante Film und jetzt haben wir einfach die Möglichkeit, dass wir uns sowohl über den Vortrag und den Film nochmal zusammen unterhalten können und ich meine, du kennst den Film so gut, dass du ja wahrscheinlich auch noch Mitfragen zu dem Film mitbeantworten kannst, aber ich gebe vielleicht einfach gleich schon mal sofort in die Runde mit, gibt es schon erste Fragen einfach zu Vortrag oder zu Film, Verena? Ich muss es jetzt, ich weiß nicht, vielleicht, also nicht direkt im Zusammenhang von deinem Vortrag, aber ich muss es einfach mal sagen, ich habe immer noch mal überlegt, der ist von 1920, ne, oder? 21. Also 3 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges, wie die Soldaten dargestellt werden, diese ganze Deko mit diesen Soldatenmännchen auf diesen Kugeln und so weiter. Also ich wollte es mal sagen, wenn man sich das überlegt, also weil wir jetzt gerade dieses Erste Weltkriegs Andenken haben, da finde ich den wahnsinnig erstaunlich in der Hinsicht. Also jetzt mal so als Kommentar so. Oder so. Du hast es ja in dem Vortrag auch noch mit angesprochen, dass Ulrich Lubitsch teilweise selber auch gesagt hat, dass gerade der Film zu kurz nach dem Ersten Weltkrieg kam, dass das zum Teil auch mit den Misserfolg, den kommerziellen Misserfolg mit ausgemacht hat. Ne? Ja, also war seine Einschätzung, das ist natürlich, also das ist etwas, was er seinem Biografen gesagt hat. Das heißt, es ist natürlich eine Einschätzung sehr lange nach dem Film, aber ich denke, dass es durchaus zutreffend sein könnte. Also ich fand es auch sehr, sehr explizit, diese Szene, in der die Soldaten auf die Räuber schießen und die Räuber ihren Tod spielen. Das ist schon, finde ich auch, also so kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs ist das schon sehr deutlich. Wie politisch hat sich Lubitsch denn gesehen eigentlich als Filmemacher? Boah, das kann ich gar nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber ich hätte vielleicht auch noch eine Frage zu den verschiedenen Fassungen. Also ist es, wie ist das aus deiner Perspektive? Ist es, da gibt es da so etwas wie den State of the Art, also der Kopie? Also es gibt es so den Film der Berchtkatze und es zählt jetzt die letzte Restaurierung oder gibt es einfach die Kopräsenz aller Fassungen, die natürlich ganz unterschiedliche Rezeptionen ausgelöst haben und die eine ganz eigene Geschichte haben? Das heißt, gibt es eine Berchtkatze jetzt und zwar das ist die allerletzte mit der Digitalversion oder gibt es vielleicht 5 oder 6 Berchkatzen und obendran eine, die wir nicht haben sehen können? Und das hast du ja ganz toll gezeigt, also auch zum Beispiel mit den Schneeaufnahmen und mit den, also was da alles fehlt, dadurch, dass die Viragierung weg ist. Aber was ist deine Einschätzung? Wie viele Berchtkatzen gibt es? Also eine Zahl kann ich da unmöglich nennen. Erhalten, also das hatte ich ja dargestellt, erhalten ist leider nicht so viel. Das heißt, wir kennen jetzt nicht, ist es überhaupt an? Ja. Wir kennen nicht die historischen Versionen, die es gab. Und was wir jetzt kennen, sind die Versionen, die später entstanden sind. An 2 davon haben wir partizipiert. Und ich denke, das werden natürlich nicht die letzten bleiben, weil also das haben ja die Jahre gezeigt, dass man immer wieder an den Filmen arbeitet. Oft ist eben der Anlass, es gibt eine neue Technik und man kann den Film neu herausbringen. Das ist ja auch nicht nur bei Film so. Also das ist ja bei der Literatur auch so, dass es verschiedene Ausgaben gibt oder es ist bei Gemälden so, dass sie auch nicht nur einmal restauriert werden. Also das liegt eigentlich in der Natur der Sache und ich glaube, beim Film ist es noch extremer dadurch, dass es eben zu den reproduktiven Künsten gehört und da ist es eigentlich schon immanent und ich persönlich finde es immer sehr erstaunlich, wie hartnäckig sich trotzdem so in der öffentlichen Wahrnehmung immer diese Meinung hält. Es gibt nur das eine Original beim Film. Das finde ich ganz erstaunlich. Also oft auch schon beim breiten Publikum, wo ich denke, naja, aber es gibt so viele kommerzielle Filme, die in DVD-Editionen herausgebracht worden sind. Jetzt fällt mir kein Beispiel ein. Doch Blade Runner zum Beispiel, da gibt es eine DVD-Edition, wo mehrere Versionen drauf sind. Ich finde es trotzdem erstaunlich, dass sich das immer noch so hält. Nils? Ja, vielen Dank auch für den Vortrag. Ich würde gerne anschließen mit einer eher technischen Frage. Es ist eine sehr offensichtliche Beobachtung, dass ja ganz oft dieses fotografierte Bild mit schwarzen Rändern verschiedenster Art
präsentiert werden. Also dass wir quasi durch so eine schwarze Maske durchschauen, die auch den Filmraum mitkonstruieren und auch oft zum Witz beitragen. Also dass wir wie durchs Schlüsselloch schauen oder durch eine Vignette, wie das Bild eingefasst ist, schwarz eingefasst ist. Können Sie dazu zu der Technik noch ein bisschen was erzählen? Weil, wenn ich mich richtig erinnere, bei dem Vortrag hatten Sie uns ja so einen Ausschnitt von dem Negativ gezeigt. Da ist das auch schon der Fall. Also ist das auch schon so fotografiert? Wird es in der Kamera gemacht oder ist das Teil des Postproduktionsprozesses? Und ja, das würde mich noch ein bisschen näher interessieren, jetzt auch hier im Hinblick auf diese filmische Ästhetik, wie das eingesetzt wird. Also es ist Teil der Dreharbeiten, das ist nicht Teil der Postproduktion. Das heißt, das waren Vignettenmasken, die dann eben schon auf die Kamera gesetzt wurden oder vor die Kamera gehalten wurden, sodass der Bildausschnitt so gefilmt wurde. Also es ist sehr, sehr typisch für den Stummfilm, also vor allen Dingen für den frühen Stummfilm. Und Lubitsch benutzt es hier natürlich extrem. Also er gibt eigentlich einen Kommentar dazu ab. Das ist ja schon fast manieriert, was er hier macht. Ja, vielen Dank nochmal für den tollen Vortrag. Du hast so viele technische Details erwähnt, aber vielleicht habe ich das verpasst. Aber ich würde gern mehr über diesen Fahrplan was hören. Ich glaube, so hast du das genannt. Zum Beispiel auf diesem Filmstreifen, da stand das Wort zum Beispiel Orange oder sowas. Ist das der, oder wo ist dieser Fahrplan? Ist das auch zum Beispiel in den Storyboards drin oder in den Notizen? Oder wie rekonstruiert man diesen Fahrplan? Ja, das sind eigentlich nur Informationen, die in den Negativen selber eingeschrieben sind. Also es gibt, ist mir zumindest noch nicht untergekommen, dass es irgendwelche Unterlagen aus der Postproduktion gäbe, also auf einem Papier, wo drauf steht, die Bergkatze hatte die und die Färbungen, diese Szene war so gefärbt und jene Szene so. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Also das wurde direkt in die Negative reingeschrieben. Und ansonsten, eine andere Quelle sind dann natürlich erhaltene Kopien. Also wenn man Glück hat, dass zeitgenössische Verleihkopien erhalten sind. Und Fahrplan, das ist jetzt eigentlich eine Bezeichnung, die Filmarchive benutzen, nämlich dann, wenn sie eine viragierte oder gefärbte Fassung restaurieren wollen und es um die Frage geht, wie ist es denn gefärbt, dann sprechen wir von einem Fahrplan. Also das ist jetzt auch keinen Begriff aus der Zeit. Vielleicht einfach weiter vorgehen. Ist das diese Viragierung oder Toning, ja. Tonung. Ist das sind Sie Entscheidungen von den Regisseur oder wer macht die Entscheidungen? Wissen Sie das? Ist das unterschiedlich aufgrund, es hängt mit einem bestimmten Film ab? Oder ist das einfach eine Entscheidung, die Arbeiterinnen, die das machen? Und es war vornehmlich Frauen, die das gemacht haben, oder? Die Farbbearbeitung gemacht haben. Glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube, dass die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung eher so war, dass die Männer mit den schlimmen Chemikalien gearbeitet haben und die Frauen haben in der ersten Linie als Kleberinnen gearbeitet im Kopierwerk. Also das heißt, sie haben dann die Positive zusammengeklebt, die einzelnen Einstellungen. Da gibt es auch Aufnahmen von sowas. Und was jetzt die, jetzt habe ich den ersten Teil der Frage vergessen. Achso, wer hat die Entscheidung getroffen? Genau. Ja, das ist in der Tat eine wichtige Frage, die sich auch gar nicht so beantworten lässt. Weil ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Also es ist eine Entscheidung irgendwo zwischen Regisseur und Postproduktion gewesen. Aber es ist ja zum Beispiel sehr auffällig, dass es keine Aussagen von Regisseuren gibt zu Farben. Also es gibt von Fritz Lang einen sehr knappen Kommentar in seiner Korrespondenz mit Lotte Eisner, wo er an einer Stelle sagt, er hätte die blaue Tönchen nie gemocht, mit der in der Stummfilmzeit Nachtszenen eingefärbt worden wären. Und
Das war mal 2001 ein Anlass dafür, Metropolis nicht in Farbe zu viragieren, obwohl es eine gefärbte amerikanische Kopie gibt. Und ist auch später mir dann wieder begegnet, als wir an Nibelungen gearbeitet haben. Und ich dann einen Haufen Kopien vor mir hatte, die alle durchgehend orange eingefärbt waren. Und ich daraufhin der Meinung war, man sollte dann die restaurierte Fassung auch so restaurieren. Und es teilweise heftige Reaktionen von Kollegen gab. Nein, Fritz Lang mochte keine Viragen, das kann man nicht machen. Und ich interpretiere das ein bisschen anders. Also seine Aussage in dieser Korrespondenz mit Lotte Eisner ist ja auch eine Aussage aus, ich glaube, den 60er Jahren. Das heißt 40 Jahre, nachdem er da drin gesteckt hat. Und ich denke eher, dass er ein starkes Bewusstsein für ein spezifisches Problem in der Zeit gehabt hat. Weil die Sensibilität, die Rohfilmmaterialien in der Zeit gehabt haben, haben einfach nicht die Möglichkeit gegeben, alles das, also die Wirklichkeit komplett in Graustufen umzusetzen, so wie das später für Schwarz-Weiß-Filme durchaus selbstverständlich war. Das heißt, man hat sich mit einer Technik beholfen, die aus der Fotografie kommt und die innerhalb der Fotografie ja eine Konvention geworden war und hat die vermutlich einfach auf den Stummfilm übertragen. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das für Regisseure oder auch Kameramänner nicht immer so die idealste Lösung war, dass sie aber sich auch bewusst waren, dass wenn sie zum Beispiel ein brennendes Haus bei Nacht filmen, dass das später im Schwarz-Weiß-Positiv, also im Jahr 1921, nicht sehr eindrucksvoll aussieht. Also ich denke, dass sie sich schon bei den Dreharbeiten bewusst waren, diese Szene wird halt rot gefärbt. Das ist einfach so. Aber in der Tat, es gibt keine, also meines Wissens keine Informationen darüber, wie der Regisseur sich in der Postproduktion 1921 verhalten hat. Ob er gesagt hat, also diese Szene hätte ich gerne rosa und jene hätte ich gerne gelb. Das wäre wirklich eine sehr spannende Frage, aber wir wissen es nicht. Ja, also zu dem Fritz Lang glaube ich, dass jetzt bei die Nibelungen zum Beispiel, dass er das schon so auch abgelehnt hätte, das so also verschieden zu färben, aus dem Grund, dass das eben so eine simple Methode ist, jemandem zu zeigen, das ist jetzt Nacht und das ist Tag, so eine bloße Information zu vermitteln. Und das raubt dem Ganzen irgendwie diese poetische Wahrheit. Der war ja auch, glaube ich, der Erste, der bei Spione, glaube ich, ohne diese Färbung gearbeitet hat und so dargestellt hat, dass das jetzt Nacht ist und man hat es allein durch die Beleuchtung erkannt, also wenn ich mich recht erinnere. Und ja, also das fängt schon früher an, das fängt bei Nibelungen eigentlich schon an und auch bei anderen Produktionen, die in der Zeit entstanden sind, also da hat die UFA sogar ein richtiges Presseevent draus gemacht, in dem sie die Presse zu Nachtdrehs eingeladen haben, um eben zu zeigen, so hier, wir können dieses Problem bewältigen. Aber ich finde es auch schwierig, wenn man immer nur vom Regisseur ausgeht, weil bei den Nibelungen ist es tatsächlich so, es gibt eine Kopie aus dem südamerikanischen Verleih, die ist in verschiedenen Farben gefärbt, also sind die Nachtszenen blau-grün gefärbt, Feuer ist rot gefärbt und fast alles andere ist orange gefärbt. Das kann schon sein, dass das nicht im Sinne des kreativen Stabs war, aber das ist etwas, was dann gemacht wurde. Also was das Kopierwerk gemacht hat, vielleicht auf Anforderung des Verleihs. Und das finde ich auch mal eine wichtige Frage, wie ist denn der Film gezeigt worden? Weil, also ich denke, es kann jetzt nicht die Aufgabe bei einer Restaurierung sein, eine Fassung zu restaurieren, die der Regisseur gerne gemacht hätte, die es aber nicht gegeben hat. Ja, okay. Dann nochmal zu Lubitsch wollte ich noch was anmerken. Und zwar fand ich das erstaunlich, wie er da so eine Sprache hat, die eigentlich heute, also meiner Erfahrung nach, verloren gegangen ist, also in Sachen Humor, dass da das zentrale Element letztendlich, oder dass das alles führt, Rhythmus ist. Das ist so etwas, was aus vielen
eher komischen Filmen heute verloren gegangen ist. Oder später dann auch, wenn man dann bis auf so komische Filme wie jetzt zum Beispiel Tati oder Chaplin, da ist es aber auch immer, dass jemand sich selbst auch als Figur in Szene setzt, während hier der Regisseur sich zurückhält, also nicht vor die Kamera tritt, sondern von hinten die Fäden zieht. Das fand ich erstaunlich bei dem Film. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass jetzt im Vergleich mit Nibelungen auch da eine Sache ganz wichtig ist in dem Film, und zwar ist das die Geometrie von den Dingen im Raum. Also, und da frage ich mich, ob Lubitsch das genauso wie Lang später mehr oder weniger abgelegt hat oder nicht mehr so offensichtlich getan hat. Und was auch die Gründe dafür sind, dass sowas gemacht wird, jetzt bei verschiedenen Regisseuren. Also man hat ja hier in diesem Beispiel diese geschwungenen Linien überall bei den in dieser Militärstation, die ja auch so die bei vielen Ästhetikern ja auch die Idee des Schönen in Reinform verkörpern, und das auch so eine kleinbürgerliche Form von ästhetischer Raumgestaltung ist, die oder überhaupt von Ästhetik, alles schön machen zu wollen, was ja dann auch abgelegt wurde immer mehr, aber das bei denen so ins Extrem geführt wird, dass jeder Gebrauchsgegenstand unbedingt in dieser Form da sein muss. Aber jetzt interessiert mich da vor allem, wie warum das jetzt in dieser Zeit so extrem getan wird und das später auch wieder reduziert wird oder eher naturalisiert wird. Also ich denke jetzt so an zwei Dinge, vielleicht sowas wie, einerseits ist es ja alles an gebauten Sets, dass jeder Gegenstand tatsächlich ganz genau da platziert wurde und keine real vorhandenen. Und dann vielleicht auch noch, obwohl das vielleicht ein bisschen weit gegriffen ist, weil diese Ideen von Gestaltpsychologie ja auch in der Zeit so rumgehen, wo Formen selbst als universale Punkte anerkannt werden. Ja, warum das in dieser Zeit so extrem gemacht wurde und warum es dann abgelegt wurde. Okay, also ich glaube, das ist jetzt nichts, was man in zwei Sätzen beantworten kann, aber also die Bergkatze ist ja sicherlich schon genauso wie Austernprinzessin zwei Jahre vorher ein Kommentar von Lubitsch zum expressionistischen Film. Also er macht sich ja lustig darüber, über die Stilelemente des Expressionismus, und er treibt sie in ein Extrem. Also sowohl in den Dekorationen als auch in diesem Einsatz der Vignetten oder auch der Inszenierung von Bewegung innerhalb des Bildes. Also das nutzt er ja als grafisches Element. Und also ich würde es so verstehen, dass das ein Kommentar von ihm ist, wird ja teilweise, ich glaube, Christine Thompson hat es auch als eine Erklärung genutzt, gesehen, warum die Bergkatze nicht erfolgreich war. Weil sich der Film zu sehr, ich gebe es jetzt glaube ich nicht ganz korrekt wieder, aber so in dem Sinne, weil der Film sich zu sehr mit diesem Kommentar zum Expressionismus aufhält, und das war dann ja auch offenbar ein Einschnitt. Also Lubitsch hat danach ja keinen Film mehr in diesem Stil gemacht. Und ja, das ist jetzt das, was ich zu dieser Frage so spontan sagen kann. Da gibt es sicherlich noch viel mehr. Ja, genau, das ist mir jetzt beim Sehen auch nochmal eingefallen. Es ist, glaube ich, auch ein Kommentar zum Bergfilm. Also diese Szenen in der Schneelandschaft, wo es diese Vignetten an der Seite gibt, die eben auch so eine Dynamik schon andeuten, da entspricht ja dann auch wieder die Bewegung der Schauspieler. Also da rutschen, ich denke jetzt an eine Szene, wo die Räuber irgendwie so quer durchs Bild rutschen, was ja wirklich als ein sehr grafisches Ereignis dargestellt wird, und solche
ähnlichen Dinge findet man auch in den frühen Filmen von Arnold Fanck. Also damit hat es auch viel zu tun. Ich denke, es ist eine Spielerei mit Genres und Stilelementen, die in der Zeit Mode waren und die diese Filme international berühmt gemacht haben. Und also diese Zeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg ist natürlich auch davon geprägt, dass die deutsche Filmindustrie sich auf dem Markt wieder platzieren wollte. Und neben Madame Du Barry war Das Kabinett des Dr. Caligari ja so ziemlich der erste Film, der ausgerechnet in den USA und Frankreich große Erfolge hatte, obwohl man dort natürlich gegenüber allen deutschen Produkten sehr große Vorbehalte hatte. Und ich denke, dass das in diesem Film auch mit reinspielt. Das ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte mit diesem Antimilitarismus, der in diesem Film ja auch dargestellt wird. Ich wollte einfach nur mal nachfragen, wann genau das zur Konvention wurde, wann welche Farben für welche Stimmung sozusagen oder für Szenen verwendet wurden. Ich denke, das war schon sehr früh da, dass Blau für Nachtszenen verwendet wird, also verschiedene Blautöne, dass Orange- und Gelbtöne für Tagszenen verwendet werden, hat auch technische Gründe, weil es bei den Viragen auch immer um die Frage der Lichtdurchlässigkeit ging. Also Blau konnte jetzt auch eine schwierige Angelegenheit in der Kinoprojektion werden, weil diese blaufarbene geringe Lichtdurchlässigkeit hatten. Und das heißt, unter Umständen war dann auf der Leinwand auch nicht mehr so besonders viel zu erkennen. Deswegen fände ich es jetzt auch naheliegend, dass man wenn man so eine Hauptfarbe in einem Film hat, dass man da eine Farbe nimmt, die eine hohe Lichtdurchlässigkeit hat, wie eben Orange und Gelb. Ich hatte noch eine Detailfrage zu der Restaurierung und zwar der Viragierung der Zwischentitel. Die waren ja, glaube ich, bei den Fotos, die Sie gezeigt hatten, eingefärbt. Mhm. Was hat er den Auslöser für die Entscheidung gegeben, dass man die Zwischentitel jetzt trotzdem schwarz-weiß macht? Plus noch eine zweite Frage, also eine ähnliche Frage mit diesem Fragment, das Sie erwähnt haben, aus den 80ern, glaube ich, war das, oder? Mhm. Genau. Ob Sie das irgendwie sichten konnten und ob es zur Debatte stand, ob man die Szenen, die im Fragment erhalten sind, in den richtigen Farben viragiert, oder stand gar nicht zur Debatte? Das wäre meine Frage. Also erstmal zu den Zwischentiteln. Das ist in diesem Originalnegativ die einzige Farbinformation, die erhalten ist. Und das wäre jetzt komisch, wenn, also da ja alle Farben verloren sind, wenn man dann nur sagt, oh, ich weiß aber, wie die Zwischentitel gefärbt waren, dann mache ich die doch grün. Also das fände ich jetzt ein sehr, fände ich eine nicht besonders logische Entscheidung. Das ist dann, weil es ist, diese Farben, stehen ja in einem Gesamtkontext. Es gibt ja ein Gesamtkonzept dafür, was für Farben angewandt werden. Und dann nur einen Teil zu verwenden und einen so geringen Teil, das fände ich eher problematisch. Was das Fragment angeht, kann ich gar nicht so viel dazu sagen, weil die Informationen, die ich vorgetragen hatte, die habe ich aus unseren Akten entnommen. Und meine Interpretation ist, dass es kam von einer Privatperson 1983 und es scheint damals schon irgendwie schwierig gewesen zu sein, sich zu diesem Fragment zu verhalten. Also die Deutsche Kinemathek hat es dann an das Bundesarchiv weitergegeben, an das dortige Kopierwerk, und die haben dann einfach natürlich mal aus der technischen Perspektive geprüft, was kann man damit machen. Und in der Zeit war die einzige Möglichkeit, Färbungen zu reproduzieren über Internegativ. Das heißt, man hätte dann große Probleme gehabt, den Rest des Films irgendwie einzufärben, mal abgesehen davon, sich zu überlegen, welche Farben sollen das gewesen sein. Ich weiß auch nicht, was dieses Fragment enthalten hat. Ich weiß nicht, wie lang es ist, aber Fragment ist erstmal was Kurzes. Also sagen wir mal, es waren vielleicht 3 Szenen am Stück.
Also verschiedene Aspekte. Es wäre technisch schwierig gewesen, es wäre inhaltlich schwierig gewesen. Und dann ist es auch so, dass solche Restaurierungen eigentlich immer in einem Kontext stehen. Es gibt immer einen Anlass dafür. Und 1983 war es wohl so, dass eine Lubitsch-Retrospektive geplant war. Ich weiß nicht, möglicherweise bei der Berlinale. Und dass das der Anlass war, ach, das wäre ja schön, wenn wir die Bergkatze in Farbe hatten. Und dann ist natürlich Zeit vergangen in der Auseinandersetzung mit diesem Fragment und irgendwann war es dann auch zu spät. Und dann war die Aktualität auch schon wieder weg und dann hat man das Fragment an die Privatperson zurückgegeben, weil die auch danach gefragt hatte. Und ich denke mal, dass man jetzt bei der Restaurierung 2000 vielleicht auch dann diesen Aufwand nicht betreiben wollte, mal, weil man hätte wieder vor ähnlichen Problemen gestanden. Also man hätte zwar auf technischem Weg eine gute Lösung gehabt, um die Farben zu reproduzieren, aber wie hätte dieser Farbplan aussehen sollen? Also ich fände es auch aus heutiger Perspektive, wo wir viel mehr wissen, wo inzwischen die Historienfilme von Lubitsch, ja auch viele davon in gefärbten Versionen vorliegen. Ich fände es sehr anspruchsvoll, zu versuchen, für diesen Film einen Fahrplan zu entwickeln. Und ich habe jetzt auch beim Sehen gemerkt, nochmal, dass die Zeichnung eigentlich ganz gut ist, dass eigentlich viele Details da sind. Das ist ja jetzt nicht so, dass man da sitzt und denkt, da fehlt aber was. Also der Film funktioniert ja auch so, das muss man natürlich auch sagen. Ja, ich habe eine Frage, die da vielleicht ein bisschen anschließt. Und zwar, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man bei Restaurationen immer mit der Situation konfrontiert ist, dass man Stellen hat, wo man keine Informationen hat. Und du hattest, glaube ich, das Beispiel aus den 80er Jahren von Kopien gebracht, wo Zwischentitel ersetzt wurden mit neuen oder so. Ne? Dann haben doch solche Entscheidungen, egal ob man jetzt was macht oder nicht, was macht, und wenn man was macht, was man macht, drücken die doch auch immer ein bisschen was aus über die Zeit, in der die Restaurierung stattfindet. Und das heißt nicht nur über die, das hast du ja irgendwie ganz viel klar gemacht, über die technischen Geschichten, sondern auch so ein bisschen über die Diskussion, was ist die richtige Kopie. Wird irgendwie, also oder muss es sozusagen, wenn man jetzt überlegt, soll es so sein, wie der Regisseur es eigentlich wollte, obwohl die Färbung eigentlich im Kopierwerk entschieden worden ist, sage ich jetzt einfach mal so, oder will man versuchen, ne? Also sozusagen, was ist dann die Frage? Aber dass man sozusagen auch, gibt es Diskussionen darüber, dass man darüber nachdenkt, ob man diese eigene Auffassung irgendwie versucht mit zu dokumentieren, warum man jetzt zum Beispiel Kringel um die Zwischentitel, sage ich jetzt mal, malt oder so. Oder gibt es sowas, gibt es solche Diskussionen schon? Ja, also das ist eigentlich ein essentieller Anteil von Restaurierungsarbeit, dass man das dokumentiert, was man tut. Das hat sich natürlich entwickelt. Also kann man durchaus sagen, dass Film da weit hinter anderen Kulturgütern zurückliegt. Also dass die Prinzipien noch nicht, gerade für die Dokumentation einer Restaurierung, nicht so gut entwickelt sind, also auch im Sinne von Standards, wie soll man sowas dokumentieren? Und ich würde fast behaupten, dass es das in den 80er Jahren kaum gab, es sei denn jetzt auf individueller Ebene, dass ein Archiv hausintern für sich entschieden hat, wir machen das so und so. Aber dieses Reflexionsvermögen ist natürlich extrem wichtig. Also es gibt auch, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wer das gesagt hat, aber es gibt einen Filmarchivar, der gesagt hat, wenn man seine Restaurierung nicht dokumentiert, dann ist es eigentlich so, als würde sie gar nicht existieren. Ja, genau. Ich habe jetzt auch noch eine Frage und zwar auch zur Restaurierung, was auch so ein bisschen da anschließt. Wenn man also mehrere Versionen hat von einem Film, wie entschließt man, oder beziehungsweise nicht mehrere Versionen, aber mehrere Versionen, die alle anders sind, die aber auch alle nicht komplett sind, wie entscheidet man sich dann tatsächlich, nimmt man auch dann ein Storyboard oder ein Drehbuch, was, wenn vorhanden, tatsächlich noch dazu, um hinterher Entscheidungen zu treffen, wie die neue Version aussehen soll?
Ja, also das wäre der Idealfall, dass man alle Quellen zusammenträgt. Und das ist bei Filmen sind es eben filmische Quellen und nicht filmische Quellen. Und dass man eine Analyse dieser Quellen macht, um ein Bild davon zu bekommen, was es alles gegeben hat an Fassungen. Also was man eigentlich vor sich hat, überhaupt zu identifizieren, wenn ich jetzt angenommen, ich habe jetzt drei Kopien, die vermeintlich zeitgenössisch sind, dann versuche ich herauszufinden, ob ich die datieren kann, weil nur weil ich eine gefärbte Kopie vor mir habe auf Nitro-Material, heißt es ja nicht, dass sie aus der Zeit ist, in der der Film in den Kinos lief, die kann ja auch später entstanden sein. Also das versucht man herauszufinden und dann geht es einfach auch um die Frage, was kann man überhaupt restaurieren. Also ich kann natürlich Dokumente haben, aus denen ich, also Schriftgut, aus denen sich ein sehr gutes Bild davon ergibt, wie der Film ausgesehen hat. Nur wenn das Bild dazu nicht da ist, dann wird es schwierig. Also dann ist die Frage, was man macht. Also man kann sich ja durchaus auch entscheiden, dass man nicht eine deutsche Fassung restauriert, sondern dass man vielleicht eine Auslandsfassung restauriert. Also Madame Dubarry ist zum Beispiel so ein Fall, wo wir die Schweizer Verleihfassung restauriert haben, auf Grundlage einer Kopie, die in der Cinémathèque Suisse vorhanden war. Also das ist sehr unterschiedlich von Fall zu Fall. Gab es hier konkret Textquellen, die mit reingeflossen sind bei der Bergkatze? Bei der Bergkatze gab es eine Zulassungskarte. Das heißt, die war wichtig für die Verifizierung der Zwischentitel. Es war so, dass einige dieser Referenzbilder, also Blitztitel werden sie genannt, in dem Kameranegativ leicht im Wortlaut abwichen von der Zulassungskarte und dass man sich dann 2000 entschlossen hat, den Wortlaut der Zulassungskarte zu übernehmen, weil die Zulassungskarte dokumentiert die Fassung, die von der Berliner Zensurbehörde freigegeben wurde für die Premiere. Das ist jetzt wahrscheinlich mehr ein Eindruck. Ich bin also jetzt auch so durch die Diskussion, kriege ich immer mehr so den Eindruck oder das Gefühl, und das, was mir auch vielleicht an dem Film auch gut gefallen hat, ist, dass er mich sehr an einen Comic erinnert irgendwie in der Form. Vielleicht auch durch die Vignette oder diese Rahmung. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch dadurch, dass es ein Stummfilm ist und immer diese schriftlichen Einblendungen kommen, dass irgendwie eine Form von, also eine Panelstruktur dann einen extra Kommentar dazu gibt. Und also es ist jetzt irgendwie mein persönliches Gefühl dazu. Und das finde ich auch irgendwie in Hinsicht auf die Komik oder in Hinsicht der Entfremdung von Humanem irgendwie unglaublich interessant. Und ich frage mich auch, wie das wahrscheinlich ist, wenn man dann so die Filmstreifen vor sich liegen hat, ob man dann vielleicht wirklich irgendwie so eine Art Comic vor sich hat. Und ein Storybook ist ja irgendwie in der Art auch schon sehr nah an einem Comic, aber ich finde, dass das irgendwie nochmal durch die Anordnung, bildliche Anordnung irgendwie nochmal so ein bisschen sich so angefühlt hat für mich. Und dann hat sich mir die Frage gestellt, ob das nicht irgendwie viel näher an irgendwie einer Comic-Verfilmung in Anführungszeichen ist, als vielleicht Comic-Verfilmungen heutzutage sind. Da fühle ich mich jetzt nicht so ganz berufen, was zu sagen. Ich kenne mich mit Comics überhaupt nicht aus. Also das ist keine Assoziation, die ich gehabt habe. Ich kann es aber ein Stück weit nachvollziehen, weil die Zwischentitel kommentieren ja oft das Bild. Also sie setzen quasi noch mal eins drauf. Und ich denke, das ist vielleicht so ein bisschen auch die Wirkung, die sie meinen. Aber vielleicht hat jemand anders dazu eine Idee. Ich habe eine ganz andere Frage, aber okay. Also ich würde nochmal zurückkommen auf die Frage der Quellen und der Dokumentation, weil ich mich schon oft gefragt habe und jetzt bei der Geschichte wieder, warum sowohl im Prozess der Recherche als auch nachher der Veröffentlichung nicht die, ich sag mal, cineastische Öffentlichkeit mehr mit einbezogen wird. Also wenn es um Textquellen geht zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, ich meine, auf jeder Film Studies Facebook-Seite wird Tag für Tag Informationen gesammelt und sofort kommt eifrig die ganze Fangemeinde und liefert.
dass es durchaus Leute gäbe, die interessante Quellen beizusteuern hätten, die natürlich dann weiter ausgewertet werden müssten. Aber wenn man Briefe aus den 20er Jahren zum Beispiel liest in einem Literaturarchiv, die erzählen sich ständig gegenseitig ihre Kinobesuche und ihre Filme, nur mal als Beispiel, oder irgendwas anderes. Also sowohl in diesem Prozess fände ich das eigentlich doch eine Möglichkeit, nochmal an ganz andere Quellen und Informationen womöglich zu kommen, aber auch nachher im Output, vielleicht war das auch ein bisschen, was Verena vorhin meinte, die Frage der Edition, ob man nicht so eine kritische Edition auch irgendwie mal oder online begleiten könnte, in der dieser Prozess mehr nochmal dargestellt wird oder vergleichbar gemacht wird oder durchgespielt wird, ist ja auch eine Möglichkeit auf einem kleinen Level sozusagen als nur so als Abdruck oder als Verkleinerung, so eine Viragierung zum Beispiel, einfach mal so ein paar Möglichkeiten, Optionen oder auch zur Diskussion zu stellen. Ich fände das eigentlich auch eine spannende Art und Weise, damit umzugehen. Also was die kritische Edition angeht, wenn das jemand machen würde, würden wir uns, glaube ich, nicht dagegen wehren. Das hat es ja auch schon mal gegeben bei Metropolis. Gab es eine entsprechende Initiative und dafür haben wir den Film ja dann auch entsprechend bereitgestellt. Aber das ist jetzt nichts, was wir leisten könnten, so etwas zu machen. Also das ist auch nicht unser Auftrag. Also da bräuchten wir sicher entsprechendes Personal dazu, also Filmwissenschaftler, ja, Editionswissenschaftler wäre eine spannende Sache. Also das wäre sicherlich auch eine interessante Sache in der Zusammenarbeit mit einer Universität. Ja, also wir würden uns nicht dagegen wehren. Ich fänd das eine sehr schöne Sache. Aber wie gesagt, das wäre jetzt nichts, was wir jetzt so von uns aus leisten könnten. Und was die Quellenrecherche angeht, ja, denke ich, ist es schon so, dass man zuerst mal die Institutionen abfragt und dort die Recherche betreibt. Und das könnte man sicherlich auch anders machen. Also man könnte im Prinzip bei jedem Projekt eine Art Aufruf starten. Auf der anderen Seite haben wir ja durchaus auch schon große Restaurierungsprojekte angekündigt auf unserer Homepage. Und es ist jetzt nicht so, dass uns da die Leute die Tür einrennen und sagen, ich habe aber noch was und wollt ihr das nicht haben. Das kommt manchmal vor, dass sich Privatsammler an uns wenden und sagen, ich habe Filmprogramme. Solche Sachen kommen vor, aber dass da jetzt mal ein wirklich neues Dokument dabei gewesen wäre, was wir noch nicht gekannt hatten, das ist nicht vorgekommen. Aber wenn man das gezielt betreiben würde, ja, wäre das durchaus vorstellbar, müsste man sich überlegen, wie man sowas organisiert. Okay, wir machen ein Seminar dazu. In Begleitung. Kurze Präzisionsfrage. Du hast dann gesagt, dass du überhaupt dich nicht für die Fassung interessierst, die ein Regisseur vorgestellt hast. So bei der Restaurierung, es geht nicht darum, so Langs vorgestellter Director's Cut sozusagen. Dann kannst du nochmal sagen, wofür du dich interessiert. Genau. Es scheint so, es geht um die erste Verleihskopie, aber natürlich gab es verschiedene in verschiedene Länder. So kannst du, wenn du so irgendein, hast du ein utopisches Leitmotiv, wie du dann an die Restaurierungsarbeit herangehst? Weißt du, was ich meine? Also eigentlich nicht. Es hängt immer von den Quellen ab. Also die Entscheidung basiert auf der Auswertung der Quellen. Und ich würde sagen, in den meisten Fällen ist es so, dass die Premierenfassung am besten dokumentiert ist. Also das ist das Material, über das man am meisten Informationen findet. Das heißt, dadurch passiert es dann natürlich, dass man sich in erster Linie an dieser Fassung orientiert, was jetzt vom Rezeptionsstandpunkt aus, den ich eigentlich eher vertreten würde, ja schon wieder schwierig ist, weil man weiß, dass die Premierenfassung
von einem ausgewählten Kreis von Menschen gesehen wurde. Und dass natürlich auch Reaktionen bei der Premiere sowohl von dem Premierenpublikum als auch von den Kritikern sicherlich genutzt wurden, um den Film danach nochmal zu verändern. Das heißt, dass dann die Verleihfassung, die dann deutschlandweit zu sehen war, nochmal anders ausgesehen haben könnte. Aber das kommt einfach seltener vor, dass man darüber was weiß. Oder es gibt so Fälle, wo wirklich mit Absicht radikal verändert wurde. Metropolis ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Und wo man dann aber sagt, ja, das ist aber eine Fassung, die dem Film Gewalt antut. Und das ist eher eine Fassung, also da kommt dann eher so diese Haltung, die so in Richtung Autorismus geht, raus. Wir wollen das, was die Macher damals gewollt haben. Und bei Metropolis ist es aber auch so, dass die Premierenfassung das ist, was am besten überliefert ist. Aber ist schwierig. Und am liebsten, also wenn ich, genau, Utopie war die Frage, also meine Utopie wäre, alle Fassungen, die überliefert sind, rauszubringen. Und das ist auch eigentlich möglich. Also DVD und Blu-ray sind dafür wunderbar geeignete Medien und werden aber nach wie vor in dieser Hinsicht eigentlich wenig ausgeschöpft. Und ich kann halt nur aus unserer Erfahrung sagen, dass es auch nicht unbedingt so leicht ist. Also die Murnau-Stiftung ist so aufgebaut, dass wir unsere Projekte refinanzieren, indem wir die Lizenzen an den Filmen verkaufen. Das heißt, wir müssen Geld verdienen, um Restaurierungen durchzuführen. Das heißt, wir verkaufen diese Filme natürlich dann auch an DVD-Label, und das ist nicht so leicht, diese DVD-Label davon zu überzeugen, nicht nur die eine restaurierte Version draufzupacken, sondern noch andere Versionen, weil das kostet Platz. Und wenn es dann um die Frage geht, muss man jetzt schon eine zweite Scheibe machen, um das unterbringen zu können, dann ist die Antwort nein. Das findet einfach in diesem kommerziellen Rahmen noch immer viel zu wenig statt, weil es in Deutschland natürlich auch nicht so wirklich ein Markt vorhanden ist. Das ist für die DVD-Label, die das machen, auch immer alles sehr risikobehaftet, und sie wissen eigentlich, es ist kein Geschäft für sie. Also es ist alles so, es gibt Editionen, wo das so ein Stück weit gelungen ist. Also spontan fällt mir ein zu Chronik von Grieshus, wo wir eine gekürzte amerikanische Fassung mit aufnehmen konnten, oder ganz aktuell Veit Harlans Opfergang, wo der Produzent, also die DVD ist bei Concord erschienen, sehr interessiert war und bei Opfergang es auch auf sich genommen hat, noch eine andere Version mit aufzunehmen. Aber das ist einfach selten. Ja, ich würde auch nochmal gerne an Marks Frage anknüpfen. Mich würde interessieren, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie dieser Entscheidungsprozess passiert. Also bist es du alleine, die dann am Ende die Entscheidung trefft, oder seid ihr ein Team? Sind da verschiedene, was weiß ich, ein Historiker eher und vielleicht einer, der eher die technischen Dinge im Kopf? Lass uns einen Einblick geben vielleicht, wie die Murnau-Stiftung da arbeitet, bis dann so eine Entscheidung getroffen ist. Entscheidung jetzt im Hinblick auf eine restaurierte Fassung oder Veröffentlichung auf DVD? Nee, die restaurierte Fassung, okay. Wie man restauriert, ja. Und worauf man Wert legt, was man weglässt. Ist das ein Kompromiss am Ende zwischen verschiedenen Meinungen? Erzähl uns ein bisschen. Also wir sind sehr klein. Das heißt, ich bin die einzige Restauratorin da im Haus, und insofern bin ich dann mit meinen Entscheidungen auch relativ alleine, es sei denn, ich gehe jetzt aktiv nach außen, also es ist dann eher ein Austausch mit Kollegen, die das Gleiche oder Ähnliches machen in anderen Institutionen. Und ja, natürlich werden auch bestimmte Punkte dann bei uns in einer größeren Runde besprochen, aber es gibt in dem Sinne kein Restaurierungsteam. Also so viel Personal haben wir nicht. Was die technischen Arbeiten angeht, arbeiten wir mit externen Dienstleistern. Das heißt, da findet da natürlich eine Diskussion statt, dass ich mit Vorstellungen komme, wie das Ganze aussehen könnte, wie man es durchführen könnte, und dann natürlich die Perspektive
des Dienstleisters dazukommt und dann auch, also es werden dann Tests gemacht von den Materialien. Also in der Regel, ich habe es jetzt ein bisschen in der falschen Reihenfolge erzählt, aber es ist so, wenn ich die Analyse der Materialien gemacht habe, dann habe ich auch einen Vorschlag, welche Quelle meiner Meinung nach gescannt werden soll. Weil sie, so wie ich das bei uns sichten konnte und analysieren konnte, der Meinung bin, das ist vielleicht technisch und fotografisch und inhaltlich die beste Quelle. Aber es gibt vielleicht noch andere Quellen, die auch interessant sind. Dann werden bei einem technischen Dienstleister Tests gemacht. Und es kommt nicht selten vor, dass man dann seine Meinung nochmal revidieren muss, weil einfach das Ergebnis doch anders ausfällt, als man sich das gedacht hatte. Aktuelles Beispiel ist eigentlich keine Restaurierung, sondern auch eine Digitalisierung von einem Film von 1961, ein Schwarz-Weiß-Film, von dem es mindestens zwei Fassungen gab, die sich auch sehr stark unterscheiden. Und für die Fassung, die vermutlich der Premierenfassung entspricht, ist das einzig erhaltene Material eine Kopie, die diese Fassung repräsentiert, die auch ziemlich gut aussieht. Also das wäre die Premierenfassung. Die Verleihfassung, die drastisch in einigen Punkten drastisch anders ist, ist in Form des Kameranegativs enthalten. Also das heißt, das Kameranegativ wurde irgendwann gekürzt und umgeschnitten. Und meine Überlegung war, dass wir für die Premierenfassung einfach die Kopie digitalisieren, so wie sie vorliegt. Dann haben wir natürlich Tests gemacht von diesen beiden Quellen und noch einer dritten Quelle und haben dann gesehen, das Kameranegativ sieht so viel besser aus als die Kopie, dass wir jetzt einfach einen größeren Aufwand betreiben und sagen, gut, wir nehmen dieses gekürzte Kameranegativ auch als Basis für die Premierenfassung und werden halt ergänzen durch Teile aus der Premierenfassung. Das heißt, dass einfach ein größerer Aufwand entsteht, sowas zu machen. Also solche Dinge, das kommt ganz oft vor. Ich wollte noch mal nachfragen, also es ist dann irgendwie häufiger so, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, Versionen sozusagen auf DVD in den kommerziellen Markt zu geben. Aber es gäbe noch andere Möglichkeiten. Inwieweit gibt es denn da Interessenkonflikte oder politische Problematiken? Beispielsweise, wenn jetzt der Produzent sich dafür einsetzt, dass Veit Harlans Opfergang in zwei Versionen auf die DVD kommt oder digitalisiert oder vertrieben wird. Das ist ja irgendwie schon auch eine delikate Angelegenheit bei der Veit Harlans Filmen. Also sozusagen, wo sagt die Murnau-Stiftung, okay, wir gehen das Projekt nur insoweit mit, dass wir eine breitere Darstellung beispielsweise des Filmes oder des Gegenstandes oder des kompletten historischen Moments haben? Also solche Auflagen können wir uns eigentlich nicht erlauben, dass wir sagen, also entweder du bringst beide Versionen des Films raus oder du kriegst gar keine. Das funktioniert nicht. Also das würde jetzt unserem Auftrag widersprechen. Und das ich kann mich jetzt auch an, könnte mich jetzt auch an keinen Film erinnern, wo ich sagen würde, es ist ein Verbrechen, dass dieser Film nur in einer Version auf DVD erschienen ist. Also so für das Bild, was von dem Film vermittelt wird, weil die Version, die auf der DVD erscheint, ist ja schon eine Version, die wir vertreten können. Also wenn wir uns entscheiden, dass wir die und die Fassung restaurieren, dann ist das ja, ist damit ja schon klar, dass das etwas ist, was unserer Meinung dem Film auch entspricht. Also sonst würde es ja dem Prinzip der Restaurierung widersprechen. Also man wird ja nicht etwas machen, was dem Film dann nicht mehr gerecht wird. Insofern kann diese Version natürlich auch einfach für sich stehen. Es ist einfach nur so, dass es natürlich wesentlich interessanter ist, wenn man noch andere Versionen hat, um eben etwas über die Rezeption des Films zu verstehen. Aber das ist natürlich auch ein sehr spezifisches Interesse, das sich an ein spezielles Publikum richtet. Und dass halt das normale Publikum, das einfach diesen Film vielleicht mal sehen will, was ja sowieso bei Stummfilmen schon selten vorkommt, also dass jemand, der
kein besonderes Interesse an Stummfilmen, hat sich plötzlich einen Stummfilm anguckt. Das passiert eigentlich auch nur bei Metropolis. Und insofern ist es dann für mich auch wieder nachvollziehbar, warum sich DVD-Label so schwer damit tun. Aber so politische Hintergründe spielen da eigentlich keine Rolle. Sie haben gerade implizit ein interessantes Problem angesprochen, das, soweit ich die Diskussion verfolgt habe, bei der Diskussion um die Restaurierung immer viel zu kurz kommt. Und zwar haben Sie gesagt, dass in dem Fall des Films, so, dessen Titel Sie nicht genannt haben, von 1961, dass das Kameranegativ so viel besser gewesen sei als die erhaltene Kopie. Nun ist ja das Kameranegativ nicht das, was die Leute damals im Kino gesehen haben. Nicht mal das Premierenpublikum, sondern es ist eben eine Kopie. Wenn man vom Kameranegativ ausgeht, dann muss man natürlich auch wissen, wie wurde das bearbeitet? Das heißt, was wurde im Kopierwerk genau gemacht? Wie war die Lichtbestimmung? Gab es Szenen, die zum Beispiel zwei Blenden dunkler, wo klar war, dass die zwei Blenden dunkler auf die Kopie kommen, als sie auf dem Kameranegativ sind, damit man bestimmte Sachen nicht sieht oder ähnliche Fragen. Wie ist dann in solchen Fällen die Entscheidung, die Sie treffen? Reproduzieren Sie das Kameranegativ 1:1 oder machen Sie solche Überlegungen mit zum Gegenstand der Analyse? Ja, also das ist in der Tat ein wichtiger Punkt und deswegen sind einfach zeitgenössische Verleihkopien so wichtig, weil die eben diejenigen sind, die Auskunft über das ästhetische Konzept des Films geben. Also das Kameranegativ enthält lediglich alle fotografischen Informationen. Das heißt, also in einem Kameranegativ ist ja mehr drin als das, was man nachher in der Kopie auf der Leinwand sieht. Und der Vorteil ist, wenn ich vom Kameranegativ aus die Restaurierung mache, dass ich dann einen größeren Spielraum habe. Das heißt, ich kann es in alle Richtungen, die Helligkeit, die Dunkelheit verändern. Und wenn ich von einer Kopie scanne, dann ist das schon ein bisschen limitiert. Und das war aber bei diesem Fall, der Film heißt übrigens Schwarzer Kies von Helmut Keutner, war bei diesem Fall auch eigentlich die Überlegung, dass wenn es schon eine Kopie gibt, die erstens inhaltlich der Premierenfassung entspricht und die zweitens in einem sehr guten Zustand ist, warum soll man die nicht einfach scannen? Also die ist auch im Übrigen direkt vom Kameranegativ gezogen worden. Aber wenn man dann den Scantest vor sich sieht und merkt, aha, sind dann doch nicht unerhebliche einkopierte Schäden drin, die dann natürlich auch den Restaurierungsaufwand erhöhen würden, wenn man dann versucht, den Schmutz zu reduzieren. Und das Problem hätten wir gar nicht beim Kameranegativ, weil das Problem ist immer, wenn man eine zeitgenössische Kopie vor sich hat, ich sage das immer so, zeitgenössische Kopie, oft ist das gar nicht so klar, ist es eine zeitgenössische Kopie und ist es überhaupt eine Kopie, die jemals im Kino gelaufen ist oder ist es nicht eher etwas, was einfach irgendwie das Kopierwerk als nicht gerade seine Meisterleistung in Lichtbestimmung und Kopiertechnik betrachtet hat und irgendwo in die Ecke gestellt hat und was aus irgendwelchen Gründen überlebt hat, als das Kopierwerk geschlossen wurde oder bei irgendeinem Privatsammler gelandet ist und dann irgendwann wieder in einem Archiv. Das sind sehr schwierige Fragen. Also wenn man mehrere Kopien hat, kann man vergleichen und kann zu einer Entscheidung kommen, aber wenn es nur eine gibt, dann ist es sehr schwierig. Also wir werden jetzt in diesem Fall natürlich, wenn wir von dem Kameranegativ aus arbeiten und die Lichtbestimmung machen, werden wir diese Kopie als Referenz verwenden. Die müssen wir uns aber vorher auch einfach nochmal sehr genau angucken, um eben zu sehen, ist es auch wirklich eine Kopie, der man vertrauen kann. Ich denke ja, aber das sind alles Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss. Wenn du so einen Fall hast, wie du es jetzt beschrieben hast, mit unterschiedlichen Ausgangsmaterialien, die dann letztlich gemeinsam in eine Restaurierung eingehen, und das kommt ja recht häufig vor, würdest du dann eher versuchen, ich weiß nicht, wie es gemacht wird, aber was wäre deine Haltung dazu,
diesen Restaurierungsschnitt sozusagen möglichst unsichtbar zu handhaben und das zu glätten ästhetisch? Oder würdest du eher dafür plädieren, die Materialien so sichtbar zu machen in ihrer Unterschiedlichkeit und sozusagen diesen Prozess auch mit auszustellen im laufenden Film? Also ich würde es in diesem Fall auf jeden Fall versuchen, unsichtbar zu machen, weil wir haben ja eine Referenz für die Premierenfassung. Und wir bauen diese sozusagen nur nach mit einem anderen Material. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund, jetzt zu zeigen, ah, an der Stelle haben wir aus einer anderen Quelle ergänzt. Also in diesem Fall wäre es so, oder wird es so sein, dass wir nicht nur die Premierenfassung digitalisieren, sondern auch die Verleihfassung. In meiner Hoffnung, dass beides irgendwann auf einer DVD oder Blu-ray erscheint. Also fürs Kino werden wir nur die Premierenfassung herstellen. Also das Mastering, DCP-Mastering wird nur für die Premierenfassung stattfinden, nicht für die Verleihfassung. Die Verleihfassung wäre dann etwas fürs Kino. Und ich denke, dass es oft ein Problem ist, wenn man versucht, alles in einer Fassung unterzubringen. Weil die Wahrheit ist, glaube ich, eher, dass es für das, was der Film gewesen ist, oft einfach mehrere Manifestationen gegeben hat und die man auch zeigen sollte. Und da kann ich jetzt nur wiederholen, dass Medien wie DVD und Blu-ray für sowas wunderbar geeignet wären, sofern das durchführbar ist. Aber ein anderer Fall, wo sowas unfreiwillig die Ergänzung unfreiwillig eigentlich gekennzeichnet waren, ist, um es abermals zu nennen, Metropolis. Was ich eigentlich im Ergebnis auch einen sehr interessanten Effekt fand. Also das hat uns natürlich bei der Arbeit an der Restaurierung sehr geschmerzt, dass diese Materialien, also diese Teile, die halbe Stunde aus der argentinischen Fassung, die völlig neu ist, dass die so zerstört ist, weil die Zerstörung so ist, dass sie einem ja schon fast den Zugang zum Bild verstellt. Und da waren natürlich die Möglichkeiten, auch in der digitalen Restaurierung, sehr limitiert, da etwas zu machen. Aber im Ergebnis führt das jetzt dazu, finde ich, bei diesem Film, dass diese halbe Stunde, die so viel ausgelöst hat, also in der Geschichte des Films, die ja quasi zu so einem Fetisch geworden ist, jetzt quasi angekreuzt ist. So. Also für jeden erkennbar, was genau das war. Das finde ich da auf eine Weise schon wieder ganz passend. Aber ansonsten finde ich das beim Film auch schwieriger als bei Baudenkmälern, wo man solche Ergänzungen ja auch oft kenntlich macht, weil Film funktioniert halt nicht so. Also ich kann halt, wenn ich den Film im Fluss sehen will, und so ist er ja gedacht, das ist ja kein Experimentalfilm, also jedenfalls die Filme aus unserem Stock nicht, dann will ich ja nicht ständig rausgerissen werden, wie durch so eine Fußnote, ah, da hat der Restaurator eine Idee gehabt und das will ich jetzt aber wissen. Also ich denke, das muss bei Filmen dann auf einer anderen Ebene vermittelt werden, wie eben so einer kritischen Edition. Okay, wir haben jetzt noch Zeit für eine allerletzte Frage. Nick, wolltest du noch? Ja, also dann müssen wir langsam zum Ende kommen. Ja, ne? Ich wollte eigentlich noch mal ganz, ganz kurz einen Sprung machen, nämlich zur Musik hin. Die haben wir jetzt leider die ganze Zeit völlig ausgelassen, weil Rembert hat schon gesagt, das ist eher eine Konstruktion und keine Rekonstruktion. Und ich wollte eigentlich wissen, wie kommt es zu der Wahl der Musik? Also man wählt natürlich jemanden, der sie gestaltet im Endeffekt, aber gibt es eine Vorgabe, wie man diesen gesamten Film belegt haben möchte? Vorgabe in welcher Art? In der Art, ob es klassisch, ob es in dieser Form des Rhythmus sein soll. Also wie gesagt, ich finde es schade, dass wir gar nicht weiter zur Musik gekommen sind. Ich persönlich fand es zum Teil wirklich sehr die Bilder übergreifend, dass man in manchen Sequenzen gar nicht irgendwie eine Ruhe hatte. Und das würde ich ganz gerne wissen. Gibt es tatsächlich in irgendeiner Form ein Konzept, dass man
dass man irgendwie vorher beschlossen hat, wie diese Musik im Endeffekt gestaltet sein kann, zusammengesetzt sein kann. Also ich kann jetzt hier zu dem Konzept, das dem oder der Idee, die dem zugrunde liegt, gar nichts sagen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht bei der Murnau-Stiftung gearbeitet habe. Aber in der Regel entstehen diese Musiken in Kooperation mit ZDF Arte. Also so war es hier ja auch. Das heißt, ZDF Arte produziert die Musik und wir können dann die Musik auch für unsere Auswertung nutzen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir da Vorgaben machen würden. Also es hat sich sehr etabliert, dass ZDF Arte, namentlich Nina Goßler, die zuständige Redakteurin ist, sehr großes Interesse an Originalmusiken hat. Das heißt, da, wo es Originalmusiken gibt, versucht man dann diese auch zu rekonstruieren und neu einzuspielen. Das war hier jetzt nicht der Fall. Also ich denke, es hat hier nie eine Originalkomposition gegeben. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann muss man sich was anderes einfallen lassen. Und das ist aber dann eben auch der kreative Anteil von ZDF Arte. Also es ist, und diese Musik hätte jetzt auch keinen Anlass gegeben zu sagen, damit sind wir überhaupt nicht einverstanden. Also sie ist sehr verspielt. Sie ist sicher in einigen Punkten übertrieben, aber das ist natürlich auch immer eine Geschmacksfrage. Also es gibt ja auch oft Musiken, die sehr zurücktreten vor dem Film. Also ein anderes Beispiel wäre da vielleicht aktuell die neue Komposition für Der müde Tod, die eine sehr, sehr zurückhaltende Musik ist und die gezielt nicht eingreifen will. Und es gibt sehr unterschiedliche Meinungen dazu, also jetzt zu beiden Richtungen, dass es natürlich immer Stimmen gibt, die sagen, das geht mir zu weit oder das gibt mir eine Interpretation vor, oder die andersrum sagen, wenn die Musik zu zurückhaltend ist, dann hilft sie dem Film auch nicht. Aber ich denke, wir haben alle Freiheiten, weil die Kinos, die eine eigene Live-Musik machen wollen, die können dies ja auch tun. Also es ist keine Vorgabe von unserer Seite. Auf der einen Seite in der Frage der Restaurierung, also der Bildrestaurierung, sich wirklich sehr, sehr stark an das hält, was man hat, und in der Musik sozusagen dann den Raum wieder völlig frei macht. Also da ist für mich einfach ein kleiner Widerspruch. Ich hätte jetzt zum Beispiel sehr interessant gefunden, zur Bergkatze innerhalb dieses Films, der nur noch überwiegend schwarz-weiß da ist, diese fragmentarische Stelle, die mit Farbe enthalten ist, da drinnen auch zu sehen. Einfach, dass man einen Eindruck hat, wie der restliche Film hätte auch sein können. Also ich glaube, soweit verstehen wir das irgendwie auch umzusetzen. Da gibt es ja irgendwie, da macht man sich sehr, sehr genaue Gedanken. Wie geht man mit dem Film um? Warum macht man etwas und warum macht man es nicht? Und in der Musik öffnet man sozusagen hinten dran ein Feld. Da gibt es keine genauen Konzeptionen. Musik ist weniger übertragen als der Rest. Und da finde ich es halt eben schwierig, dann zum Teil wirklich das Dazugehörige zu finden. Also, ja, aber also wir wollen ja keine historisierende Musikbegleitung haben. Also die Tonebene beim Stummfilm ist frei. Also das ist ja auch das Interessante daran, und das gibt ja auch die Möglichkeit, diesen Film immer wieder neu zu interpretieren, und zwar in jedem Kino, bei jeder Aufführung neu zu interpretieren. Also das finde ich eigentlich das Besondere daran. Und ich finde dann vielleicht manchmal eher es fragwürdig, wenn es Originalmusiken gibt, weil dann entsteht halt eher so ein historisierender Effekt, und dann kommt man eben schnell an diesem Punkt des Originals, und das soll das Original gewesen sein, und diese Originalmusiken sind aber natürlich auch nicht immer aufgeführt worden. Also Stummfilm war auf der Tonebene variabel. Er war nicht stumm, aber variabel. Oh. Okay, vielleicht nehmen wir das.
Vielleicht gibt es ja irgendwann DVD-Versionen, wo dann mehrere Musiken zur Auswahl sind. Je nach Stimmung. Vielleicht nehmen wir das jetzt als letztes Wort und unterhalten uns draußen vielleicht weiter. Also Finder, erstmal ganz herzlichen Dank, Anke Wilkening, für die Diskussion, den tollen Vortrag und dann noch einen schönen Hauseweg und schöne Lebkuchenträume. Danke auch an Rembert Hüser und ich mache natürlich auch noch Werbung für die nächste Veranstaltung. 1. Dezember geht's weiter. Martin Seel wird dann sprechen über einen der ganz großen Klassiker, To Be or Not To Be. Und ich hoffe, Sie kommen wieder und am Sonntag gibt's die Matinee mit den beiden Shakespeare-Stummfilmen von Lubitsch. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss.